Call my phone, hit my line. Only ones who Call my phone, hit my line. Only ones who down for down. Call my phone, hit my line. Lol. Hä? Was ist hier drin? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Digga, die haben schon wieder was verändert. Ich schwöre, Chat. Die haben schon wieder das Streaming-Dings verändert. Ich kann einfach. Die haben es nochmal geändert. Die haben es nochmal geändert, Digga. Ich war doch gerade drin in diesem neuen Modus. Warum sind das so eine Filme? FIFA 21. Ich möchte FIFA 21 starten. Achso, Instagram. Instagram. 22 Uhr ist viel zu spät, Junge. Kannst du nicht mal um 21 Uhr online kommen? Ich wollte Champions... Also, Freunde, ich kann nicht an dem Tag, wo Champions League ist, kannst du nicht auf den Mittwoch online kommen, um 21 Uhr. Genau da, wo Champions League ist. Ich habe mir jetzt die erste Halbzeit angeguckt. Ich bin up to date. Ich weiß, was da abläuft. Mehmet mit einem Sub. Kuss geht raus, Mehmet. Dankeschön für dein Sub, mein Freund. Mehmet, dankeschön für dein Sub, mein Freund. Illegal das online. Wir werden ein bisschen labern. Wir werden ein paar Packs aufmachen. Wir werden vielleicht ein neues Team bauen. Ich werde ein bisschen Eurothings bewerten und ein bisschen RTG kommen. Spielt auch noch, ja. Yay. Achso. Und hier kommt noch ein Sub rein. Yannick, dankeschön für dein VIP-Sub, mein Freund. Herzlich willkommen zum heutigen Livestream bei Illegaler. Link kopieren. Instagram. Zack. 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 Stream ist online. Übersetzung anzeigen. Heute ist immer. LOL. Hat Ronaldo Neymar ein Bild mit seiner Freundin gepostet. Ich dachte, der ist Single, der Mann. Ich dachte, der Mann ist Single, Chat. Digga, ich stehe ja komplett auf dem Schlauch. Hä, wo seht ihr das? Geh mal auf sein Instagram. Ist es seine Freundin oder was? Abseits, perfekt. Evans, du auch Elite Rewards. Ja, also wir haben Stand jetzt irgendwie 13 Top 200 Rewards. Aber wir werden auch bestimmt von ein paar Zuschauern die Packs aufmachen. So zwischendurch. Geh Instagram. Ja, war ich gerade. Kann mir das einer erklären? Ist das seine Freundin? Do you his friend? His boyfriend? Alex Bram mit 5 Euro. Mann, du bist der beste YouTuber. Ich feiere dich. Dankeschön für den 5er, Alex. Vielen lieben Dank, my friend. Herzlich willkommen. Real war heute wieder richtig gut. Digga, Real hat so viele Hops genommen heute. Das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, dass Real Madrid gegen Donetsk gespielt hat. Donetsk ist ja nicht schlecht. An alle, die denken, Donetsk ist lost, das ist nicht der Fall. Donetsk spielt, die haben immer richtig krasse Brasilianer. Auf jeden Fall ist das größere Problem, dass die an sich, Chat, an sich hatte Donetsk, irgendwie habe ich gehört, 10 Spieler oder so, die verletzt waren oder Corona hatten. So potenzielle auch Stammspieler oder wo auf jeden Fall wichtige Spieler nicht dabei waren. Achso. Und die haben es nicht geschissen bekommen, Real. Die lagen 3-0 hinten zur Halbzeit. NXHQ mit einem Sub, dankeschön. Mika mit einem Follow. Mit einem Sub auf Twitch, perfekt. Donnex mit B11, ja, Mann. Freitag ist ein Event, ich weiß gar nicht. Was ist denn Freitag für ein Event? Die ist verheiratet, aber mit Neymar oder was? Die ist nicht mit Neymar verheiratet, aber das ist die... Achso, ist es seine aktuelle Freundin? Das ist meine Frage. Freitag ist Scream. Achso. Alle mit Tipico-Schein fährt minus gegangen. Ja, safe. Scream kommt. I know. Ja, Freunde, ich weiß, wir streamen. Eigentlich hätte man nicht online kommen sollen wegen Champions League, aber was soll ich erzählen? Halt mich auf dem Laufenden, wie es da läuft in der Champions League. Ob da irgendwelche Tore fallen oder nicht. Aber mich hat irgendwie nur Bayern so richtig gejuckt.
City, ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß, dass City 1-1 stand, Bayern hat 2-0 geführt und wenn Atletico Madrid dieses Spiel noch dreht, dann verlose ich 100 Euro PSN-Card in diesem Stream. Wie lange streamst du morgen? Also, Freunde, morgen wird ja ein Reward-Stream kommen. Morgen wird dieser Reward-Stream von wann bis wann? Von 10 Uhr morgens bis so 13.30 Uhr ungefähr gehen. Ach so. 10 Uhr bis 13.30 Uhr. Werden wir Top 200. Top 200 Rewards aufmachen. Die ganze Zeit. Wir haben 13 Stück oder so. Von ein paar Zuschauern werden wir die dann auch machen, wenn ich so währenddessen irgendwie auf jemanden warte. Meine Rewards werden wir aufmachen. Ach ja. Wir haben 25. Was haben wir denn? Elite 2. 25,5 Freunde. Ja, was soll ich euch erzählen? Stark in der Zeit habe ich Fahrschule. Ja, viele haben da Schule. Habe getippt, dass Real mit 2 Toren Abstand gewinnt. Da war es ja knapp dran, my friend. Denno Alvaro mit einem Sub und verklickte mit einem Follow. Dankeschön für die Subs und Follows. Guten Abend, Corel. Nein, alle haben Schule und hast dann 100 Zuschauer. Nee, mein Freund. Dann bist du noch nicht lange dabei, Oliver. Die gucken nämlich mich alle immer in der Schule. Meine besten Zahlen hatte ich während diesen Reward-Streams immer. Das hat damals angefangen. Ich hatte immer über 500 Zuschauer. Das erste Mal, dass ich so 1000 Zuschauer hatte, war, glaube ich, in einem Reward-Stream. Und das liegt daran, weil die ganzen Knechte mich immer in der Schule gucken und fett Langeweile haben. Klar, manche haben auch noch Ferien, das ist übrigens so. Manche haben noch Ferien, ich weiß. Aber, keine Ahnung. Ich weiß auch, dass da vielleicht ein paar nicht gucken, aber die meisten, da gibt es auf jeden Fall ein paar, die mich dann auch gucken werden. In Berlin sind noch Ferien, yes. Ich schreibe morgen während deinem Stream eine Arbeit. Achso, 3 Stunden oder was? Dann kannst du doch mal während, nach der Arbeit mal kurz reinschauen. Da ist so illegaler Stream. Kurz Like da lassen. Follow. Gehst du zu irgendeiner Eulen aus deiner Klasse, sagst, guck mal hier, der streamt. Lass dir mal einen Follow da. Nein, Mann, das ist voll kindisch. Der macht die ganze Zeit so Witze gegen Frauen. Ja, dann nicht, du Knechtgesicht. Dann sag doch genau so. Ja, dann nicht, du Knechtgesicht. Brauchst du mir aber auch gar nicht immer hier weiter rein snappen und so. Lisa, brauchst du mir nicht snappen. Annika und Lisa. Entweder ihr folgt ihnen oder ihr braucht mir gar nicht mehr snappen. Sagen die, oh, warum denn so? Du hast voll. Ich bin doch gar nicht so. Doch. Mint mit einem Sub, David mit einem Sub, Denno Alvaro mit einem Sub, Max mit einem Follow. Dankeschön. Bamburg hat auch Ferien. Achso. Ja, also sag ich mal den Plan. Der Plan sieht wie folgt aus. Wir machen ein paar Points, paar Packs auf. Ja, perfekt. Wir werden labern, Freunde. Ihr könnt mir heute wieder Fragen stellen. Wir bauen vielleicht ein Team um. Ich muss gucken, was ich mache. Ich habe 25 Millionen und ich muss ein bisschen RTG-Account spielen. Ob ich darauf Lust habe, weiß ich nicht. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Sydney Friede und ich haben zusammen einen RTG-Account gestartet. Ich kann euch mal gleich das Team zeigen, wie das aussieht. Da haben wir kein Geld reingekloppt. Wir haben da, glaube ich, 200k oder so jetzt momentan drin. Auf den Account und wir müssen jetzt, wir sind auch schon qualifiziert für die Weekend League. Sydney hat da ein bisschen gespielt. Und wir werden damit auch die Weekend League zocken. Er ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Spiele er macht. Und er ist ziemlich süchtig. Deswegen werden das ein paar sein, aber ich werde da auch ein paar machen. Achso. Sid ist süchtig, plus 1. Plus 1, Bayern 2-1, oh nö. Wer hat das Tor gemacht? Erlex mit einem Sub auf Twitch, dankeschön. Robert Doswald, Lumpi Dumpi, Lukas und Luis Bayern und Max FIFA, dankeschön für die Follows. Wie du wir sagst, Sidney hat mies gegaset. Ja, aber ich werde den Account ja auch noch führen. Ist ja nicht so, dass ich ja gar nichts mache. Ich werde die Weekend League da spielen. Sid, ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun. Sidney sitzt da in Slowakei, trainiert da um 12 Uhr, 13 Uhr, geht nach Hause und weiß dann den ganzen Tag nicht, was er machen soll, weil er keine Lust hat, mit Bratislav und Slovak in irgendeine Bar zu gehen, wo da irgendwelche slowakischen hässlichen Eulen dich anmachen mit schiefen Zähnen und mit so einem hässlichen Akzent auf Englisch. Do you have football, professional football player? Deswegen sitzt der Mann um 14 Uhr zu Hause, weiß nicht, was er machen soll, hat schon zweimal in der Nudel rumgespielt und deswegen streamt er auch so viel. Oder streamt oder will das mit zwei Accounts spielen. Das ist der wahre Grund. Interführt 1-0, perfekt. Heute Morgen aufgestanden und gewusst, Donitz macht das. Ja, ja. Ich schwöre, das war ja das, die haben alle rasiert, ne? Donetsk hat alle rasiert. Digga, diese 10 Männer fehlen, da Stammspieler Real Madrid spielt. Aber wer hat sie dann verarscht? Haben die gedacht, die spielen gegen weiß ich nicht was? Gegen was hat Bayern, dass die gegen irgendeine Scheiße spielen? Die spielen gegen Donetsk. Er lässt so Benzema auf der Bank. Warum lässt er Benzema auf der Bank, hä? Erste Champions League-Spiel, sei mal nicht so arrogant, Junge. Nicht so abgehoben sein, das schon.
War das überhaupt? Also Zacharia, der hat mindestens 20 cm in der Hose. Al Jacoubi mit einem Follow, Khan mit einem Follow, Jovan mit einem Follow, Lazar Peki Woja mit einem Follow, Yves 5 mit einem Follow und Max Nummer 5 mit einem Follow. Kurz geht raus für 5000 Zuschauer nach 10 Minuten, obwohl Champions League ist. Dankeschön für den Support, Freunde. Hab gestern auch geheult, war so sauer. Ich sag dir ehrlich, Ibo, Dortmund sehr lost. Dortmund sehr, sehr lost. Lazio, guter Verein, aber es kann nicht sein, Digga, dass die da Handicap von Lazio bekommen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe das Spiel geguckt, zum Teil, nicht alles, meine Freundin war hier, aber ich sag dir ehrlich, sowas kann nicht passieren, Digga. Dortmund, ist, die haben so einen krassen Kader, die können nicht immer verlieren gegen sowas. Jedes Mal, Digga. Wenn die nicht in der Champions League weiterkommen, dann bist du bei mir nicht weiter Mod. Edi Geller, was geht ab, Eldos? Edi, wann kommt morgen früh die Rewards? Um 9 oder um 10 Uhr morgens? Ich weiß es gar nicht. Dortmund ist scheiße. Nein, Dortmund ist nicht kacke. Dortmund ist übertrieben krass, Freunde. Mich nervt nur, keine Ahnung, die haben so einen brutalen Kader und die spielen so komisch zusammen, finde ich. Nicht immer, Chat. Die spielen auch, manchmal rasieren die ja ihre Gegner. Aber ich fand jetzt zum Beispiel, Digga, gegen Hoffenheim haben sie sich nicht mit rumbekleckert. Klar, es ist schwer gegen Hoffenheim, aber keine Ahnung, Digga, da kann man auch mal ein bisschen was machen. Gegen Lazio kriegen die 3-1 aufs Maul, verlieren 2-0 gegen Augsburg. Und das ist so die einzige Truppe mit Leipzig, wo ich sage, okay, die könnten eventuell versuchen, Bayern Konkurrenz zu machen. Aber Bayern passiert sowas nicht nochmal wie gegen Hoffenheim. Die knallen die nächsten alle weg. Edi, machst du morgen Elite Rewards auch auf? Yes. Sebo Gebhardt aus den U-Mannschaften nach hochziehen und die Profis coachen lassen. Ja, echt so. Gib Sebo mal bitte das Zepter da. Digga, Sebo würde da so einen guten Job machen. Haaland macht alles allein gefühlt. Haaland ist so gut, Chat. Yannick mit einem Euro, Dankeschön. Dankeschön für den Euro. Heute wird ein Laberstream sein, Freunde. Ich weiß, dass ihr das mögt. Und ihr könnt mir Fragen stellen. Wir gucken uns ein bisschen. Achso. Sissoko. Wir gucken uns so ein paar Teams an, was man so bauen kann. Ich habe nämlich so viele Coins und ich weiß nicht, ich möchte nur so ein paar Gedankenspielchen machen. Wirr gedacht, wirr denken, was man da so abziehen kann, theoretisch. Ob ich es praktisch da mache, weiß ich nicht. Dann werden wir vielleicht noch ein bisschen RTG-Account zocken. Ich muss noch ein paar Spiele da machen, sonst kacken wir es jetzt nicht wirklich bald vor die Haustür. Und ein paar Packs, vielleicht bewerte ich noch eure Teams. Wenn mir jetzt einer auf Verdacht geschickt hat, ich bewerte das. Partey mit langem Puller und Antwerp. Guck mal, weil du Preußen Schweine. Sag ich dir jetzt ganz kurz. Erstens, diese vier Striche irritieren mich da. Richard Richarlison, super Spieler. Gute Abwehr. Mukiele finde ich ein bisschen unbeweglich, aber muss zu spielen wegen Theo Hernandez. Ich weiß nicht, ob du 4-4-2 in-game auch spielst. Dann wahrscheinlich schon. Richard und Rodrigo im Sturm. Partey mit seinem langen Puller und Fred in ZM. Rashford ist geil. Wobei ich würde Rashford safe im Sturm spielen. Ist gefühlt die OP-ste Karte dieses Jahr so für den Preis. Übrigens will ich morgen Rashford gerne in Rot haben. EA Sports Vancouver Canada. Das sieht schon sehr gut aus, sag ich dir ganz ehrlich. Fred, Partey, ZM, Richard Richarlison. Mit Rashford würde ich im Sturm spielen, dann würde ich links Rodrigo, rechts Lukas. Das sieht schon gut aus, my friend. Ihr müsst mir mal sagen, wie viele Coins ihr dazu habt. Aber ich finde, du hast schon echt gute Sachen draus gemacht. Ich persönlich würde eher, ich würde nicht mal unbedingt, ich würde versuchen, Mukiele loszuwerden, aber dann ist es ein bisschen kacke, mit der ganzen Abwehr zu linken. Oder wie seht ihr das, Chat? Henry mit dem Sub, Medinho mit dem Sub. Dankeschön für die beiden Subs, wir bekommen voll viele Subs rein. Atalanta heute so easy money. Ja, Mann, die hat eine 1,65 Quote. Atalanta hatte eine 1,65 Quote, Chat. Die hat eine 1,65 Quote. 25, Lennart. Wie viel kostet Richard Richarlison? Digga, der ist so gesunken. Guckt euch Richard an. Guckt euch den Mann an. Das ist so traurig. Ich verstehe nicht mal warum. Der ist wirklich gut. Digga. 10.000, 9.000 Münzen. Ich weiß nicht, was mit dem Markt passiert ist, aber das grenzt an Respektlosigkeit, sage ich euch ganz ehrlich. Der Mann hat mal 50.000 gekostet, vor 10 Tagen oder so. Vor 10 Tagen hat der 50.000 gekostet. 50.000, der ist auf 9.000 gedroppt, das ist der Wahnsinn. Jetzt kann ich mir den holen. Ja, jetzt kann sich den fast jeder holen. Für 10.000 Münzen? Was ist das denn?
Vor allen Dingen alles, Chat. Die ganzen OP-Spieler gehen runter und so die ganzen Icons bleiben. Wobei Ronaldo ist auch ein bisschen runtergegangen. Na, Ronaldo für 9K gibt's nicht. Warum das denn? Ach du Scheiße, der war heute bei 9 Millionen. Ich schwöre, der war bei 9 Millionen Sofortkauf. Oh Gott. Das ist so schwer bei diesen fetten Icons immer. Wortwörtlich. Boah, Pelé 5-8, Alter. 5-8 für ein Pelé. Ist das traurig. Das ist der Wahnsinn, Chat. Hullet ist runtergegangen. Hullet habe ich mir für 8 Millionen geholt. Der ist so krass nicht 8 Millionen wert. Da ist vielleicht so wie früher. Früher, Freunde, FIFA 19, die guten alten Zeiten, da habt ihr Hullet für 3,5 Millionen bekommen. Und da hast du schon geblutet. Da hat man schon geblutet. Einfach zweite Woche solche Preise. Ja, niemand checkt das. Was dieses Jahr passiert ist mit dem Markt, kein Mensch versteht das. Ich sage es so, wie es ist. Habe allein mit Haaland 60k minus gemacht. Aber ich wusste, das war klar, dass Haaland runtergeht. Wobei, warte mal. Haaland-Chat hat 3 Sterne. Was hat der? Ich weiß noch, ich habe den für 120.000 verkauft. Das war doch klar, dass der Mann sich nicht bei 120.000 hält. Digga, der Mann hat, er kann keinen Scoop-Turn, er kann keinen Lacroquetta und du musst mit links schießen. Ohne Sinn. Also du kannst nur mit einem Fuß schießen. Weakfoot ist nicht mehr so wichtig, ja. Aber trotzdem, alter Schwede. 35.000. Ich habe den für 130.000 verkauft. 2 Stück. Vor 8-9 Tagen. Fast 3-0. Okay. Haltet mich bei der Champions League bitte auf dem Laufenden. Die Preise sind bosenlos. Hat einfach 100k. Einfach minus 100k gefühlt gemacht. Ich habe letztens minus 700k gemacht. Lasst gerne einen Like auf den Stream da, Freunde. Kuss geht raus für 8.000 Zuschauer hier. Obwohl die Champions League am Start ist. Malik mit einem Fünfer. Dankeschön für den Fünfer. Massi mit einem Follow. Timothy Weiser mit einem Follow. Und Till HD mit einem Follow. Okay, Chat. Erstens, bei Trading-Fragen gerne bei mir anklopfen. Ich bin für euch da. Falls diejenigen an die ganzen Hater, die jetzt sagen, hä, was willst du von mir? Digga, bin ich rausgeflogen? Ich bin rausgeflogen! Ich war Top 100 Trader, Chat. Ich sag euch so, wie es ist. Ich sag's euch im Guten. Ich hab überteuert verkaufen gemacht wie kein Zweiter. Hab ich die Leute da abgezogen. Ich hab die Icons geflippt, Freunde. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Ich hab die Icons so geflippt. Nein! 200.000 fehlen mir. 200.000 Münzen. Junge, Tabak, ist was das denn? 29 Millionen hat der Mann. Ist der geisteskrank. Also auf jeden Fall bin ich ein guter Trader, Chat, wie ihr seht, 25 Millionen. Das ist alles durch harte Arbeit. Hartes und stundenlanges Analysieren des Markts habe ich mir 25 Millionen Coins angeeignet. Und mit 25 Millionen Coins würde ich mal so stark behaupten, kann man schon irgendwas anfangen. Gladbach Elfer, perfekt. Oha, Eisvogel 27 Millionen. Soll ich mal die Teams von den anderen E-Sportlern zeigen? Das interessiert, Digga, das haben mir so viele geschrieben und ich so, ihr Knechte, ich weiß nicht. Weil die haben ja die ganzen Eiergesichter nicht in der Freundesliste. Wir können uns das mal angucken, Chat. Wir gucken uns den ganzen Spaß mal an, das ist nämlich wirklich interessant. Das habe ich letztens offstream gemacht. Freundschaftsspiele. Sofa-Gameplay. Hallo, ich bin Eli Geller, individuell A, sprinte mit R1 und schlänze mit R2, was? Ich möchte ein klassisches Spiel spielen, E-Sports. Das ist übrigens mein Team. Und ich habe noch 2 Millionen. Edi Knechtkopf, du bist nicht 1,80. Doch, ich bin wirklich 1,80. Real Talk. Henry mit einem Follow, Mert mit einem Follow, Jank mit einem Follow, Fafa mit einem Follow, Till HD 100. Mike mit 5 Euro, grüß mal Luca den Knecht und machst du auch Gold 2 auf. Luca, du Knecht, ich grüß dich und Gold 2, ich muss gucken. Ich werde irgendwo mal auch meine Zuschauer von denen die Packs aufmachen. Aber morgen, Freunde, ich habe über 12 oder 13 Top 200 Rewards. Und das ist ja auch eigentlich so das, was die Mehrheit sehen möchte. Was ist denn hier los? Meine Freunde. Korais Team. Okay. Onida. Ich würde so gern gegen dich spielen, ey. In der Weekend League. KXRMMXLN2 mit 2 Euro. Wenn du morgen bei mir nicht Rashford oder Werner am Elfer ziehst, gibt's keine Doni mehr. Okay.
Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie die Rewards sind, aber ich ahne nichts Gutes bei EA Sports Vancouver Canada. 1-1 Gladbach, 11er, ne? Halt, schreib bitte immer die ganzen Ergebnisse rein, das interessiert mich. Wir gucken uns mal von den ganzen E-Sportlern die Dinge an. Bossio. What is to glory? Guter Name. Digga, der hat Eusebio. Junge, was hat der für ein gutes Team? Alter Schwede. Lothar Matthäus. Steht da nicht, wie viel die gekauft haben? Ah, ist ja traurig. 23 Spiele, 29 Tore. Euse, aber Euse soll nicht so gut sein dieses Jahr. Renato Sanchez soll richtig gut sein. Bin Goldspieler, da werde ich zum Wiesbaden. Ich kannte deine Videos, ich kenne deinen Stil. Sagst du, du hast mich analysiert? E-Sportler von Frankfurt. Frankfurt anscheinend, obwohl. Frankfurt hat die Sparhosen an. Einfach mal anklopfen bei Frankfurt. Sagt ihr dem mal, ey, hör mal zu, Großer. Ihr müsst mir leider ein paar K überweisen. Das kann ich mir nicht denken. Das ist ja das sparsamste Team, was ich von einem Profi dieses Jahr gesehen habe. Der hat kein Ronaldo. Eigentlich haben alle Ronaldo, Neymar und Mbappé. Jetzt denken sich alle, Junge, halt dein scheiß Maul, du Knecht. Ich habe gerade meine halbe Kindheit und meine halbe Familie verkauft, damit ich mir Marcus Rashford kaufen kann und du laberst was von kein Ronaldo. Das ist aber die Wahrheit. Marlon mit einem Follow und Vexi mit einem Follow. Hat Boss ja nicht Mbappé gezogen? Echt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. San Maximilian 280k. Ja, und jetzt? Warte von mir. Gian, E-Sportler von Bochum. Der Mann holt sich auch immer Hullet. Der holt sich jedes Jahr Hullet. Hullet und äußert er. 166 Spiele, 173 Tore. Aber es ist ja auch alles sehr viel Division Rivals, Freunde. Und Division 1 ist nicht so einfach. Cristiano Cushon, Hunger. Hier kommt irgendwas Dickes rein. I'm Rex mit 30 Glocken. Du Knecht, darfst morgen um 10.30 Uhr meine Top 200 Rewards aufmachen. Wir ziehen kein Rashford, dann gibt's beim nächsten Mal nur noch eine 1€ Spende. PS, ich liebe dich, also brech mir das Herz. Also brech mir nicht das Herz. Hashtag so gut zu dich worden. I'm Rex, dankeschön für 30 Glocken, mein Freund. Und wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen und ich werde einen auf jeden Fall Rashford ziehen. Aber ich habe es vorhin schon gesagt. Es ist nicht so einfach. Wie teuer ist ein Rashford in Form, Chat? Wie teuer ist denn Rashford in Form? Nicht klippen. Ich kann mich mal versprechen, Chat. Das kann mal passieren. Wann ist Q&A? Ihr könnt mir jetzt währenddessen die ganze Zeit Fragen stellen. 500.000 kostet der Mann. 700.000. 500.000. 3-0 Tolisso aus 30 Meter in den Winkel. Ich finde das so geil, dass Bayern Atletico knallt. Nicht, weil ich unbedingt Bayern-Fan bin. Ich bin kein Bayern-Fan. Ich bin auch kein Dortmund-Fan. Falls jetzt irgendwas. Ich finde beide Vereine sympathisch. Ich mag nur Atletico nicht, weil die spielen wie ekelhafte Schwitzer. Die spielen unsportlich, du kannst ja defensiv spielen, du kannst ja nicht versuchen Fußball zu spielen, kannst alles machen, Digga. Aber dann spielt nicht so unfair und immer so auf dieses Zeitgespiele und dann ist immer dieser Trainer so krass frech. Ja, meine Spieler haben so dicke Eier, bla bla bla, Digga. Real hat die zweimal im Finale eingeschult, geht mir nicht auf die Klöten. Also wenn es einen Verein gibt, den ich nicht mag, dann ist es Atletico Madrid. Ist einfach so. Tut mir leid an alle Atletico Madrid-Fans. Ich hasse es, wie die spielen. Die haben so eine krasse Mannschaft, einzelspielertechnisch. Ich gucke mir die Spiele von denen an. 1-0, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0. Einfach jedes Spiel. Die würden gegen Hertha 1-0 gewinnen. Die würden 1-0 machen und sich dann hinten reinstellen. Jetzt ist da auch noch Suarez. Die haben so eine Drecksack-Mannschaft. Tizi Schubech. Die haben sich Ronaldinho. Das ist krass mit Ronaldinho. Tizi Schubech, Ronaldinho. Auch ein gutes Team, Chat. Auch ein sehr, sehr stabiles Team. Fernando Torres, Benjeda, Neymar, stabile Bank. Warum haben die einen Schmidt? Ist das ein Insider, den ich nicht verstehe? Capra, Schwolle? Nee, verstehe ich auch nicht. Ja, klassisches Team halt von den Teasies. Die haben Elite geholt, I know. Bayern, Mike mit dem Follow, Alban, Onkel und KMN Costa. Dankeschön für die Follows. City 2-1 gegen Porto, Freistoß Gündogan, Ehre. Boah, das heißt, ein paar Scheine gehen gerade durch bei der ganzen Welt. Ähm.
So, ich zeige euch mal einfach mal so ein paar E-Sportler, ja? E-Sportler von St. Pauli. Zidane, Pelé. Ja, ihr seht schon, also wirklich, es hat jeder, weil die einfach die krassesten in dem Game sind, Mbappé, Ronaldo und Neymar. Die drei hat jeder und dann haben die meisten so ein Pelé. Die Abwehr ist auch immer relativ safe mit Varane und Mondi. Eigentlich hat jeder das gleiche Team, ich schwöre. Achtet mal drauf. Außer so zwei, drei Spieler. Da kommt es halt drauf an, was jemand so, wie viel Coins jemand hat. Erne mit R9. Der hat abgerissen bei denen in der WL, ne? Ich habe auch überlegt, mit denen zu holen. Ich könnte ihn mir holen, wenn ich Pelé verkaufe, Vieira verkaufe. Und dafür kann ich mir dann R9 holen und Philipp Lahm zum Beispiel. Also ein Duo ist Pelé und Vieira oder R9 und Philipp Lahm, so in der Art. RTG, ja, entspann dich. Eli Münzen oder Packs in. Was meinst du? What do you mean, my friend? Bayern Mike mit dem Follow. Dankeschön, Bayern Mike, für den Follow. Und Nigel Tete mit einem Euro. Dankeschön für den Euro, Freunde. Lasst gerne alle ein Like auf den Stream da. Kuss geht raus für 11.000 Zuschauer, obwohl CL gerade ist. Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Dankeschön für den Support. Nee, ist doch egal. Perfekt. Stylo mit Atletico Madrid Wappen. Perfekt. Ach, ist ein Zweitteam oder was? Mach keine Ahnung. The Stranger. Neymar, Ronaldo, Mbappé, Pelé, Zidane, Philipp Lahm. Auch eine gute Doppel-6 hier mit Philipp. Philipp und Zinedine. Kann man auch machen, ne? Ist halt so wie. Viele haben das Geld schon für R9 oder sparen auf R9, aber es hat niemand Bock, 10 Millionen für den zu zahlen. Sitzt beim 3, er meinte, er macht das. Ich mach das, ich spiel doch nachher RTG. Entspann dich doch mal. Jeder hat gefühlt das gleiche Team. Ist echt so, Marc. Alle E-Sportler, weil es sind halt die besten Spieler am Spielen. So, bis jetzt hier. Lev Vinken ist auch ein richtiger Öler. Der war schon bei 47 Millionen Vereinen. Der holt sich auch immer Hulle. Ich schwöre, der. Es gibt immer so diese einen Leute. Ich habe mir eigentlich immer R9 geholt. Ich war so immer so der R9-Typ. Aber keine Ahnung. Ich will nicht 10 Millionen für den ausgeben. 4-0 Coman, oh mein Gott. Die knallen einfach Atletico 4-0. Ehrenhaft. Ist 75. Minute oder so, ne? Wieder fast dasselbe, ja. Aber er hat mal, nee, das habe ich noch nicht so gesehen. Leihkarten sind so dumm. Jetzt haben wir die Statistiken von Digga. Aber das kann man nicht ernst nehmen, weil, oder noch nicht ernst nehmen, weil alle halt Division Rivals um ihr Leben gespielt haben. Wobei, nein, guck mal, er hat gar nicht viel gespielt. Er hat 50 Spiele, das 30 schon mal Weekend League. Das heißt, er hat nur 21 Spiele gemacht. Der hat ja gar nicht Division Rivals gezockt. Krass. Der Mann hat nur das Nötigste gespielt. Oder er hat Division Rivals gespielt, was auch viele machen, und dann die ganze Zeit gegen andere Profis. Das wird ja nicht gezählt. E-Sportler von St. Pauli. Jo. Ich schwöre, das ist genau das gleiche Team. Es ist genau das gleiche Team, außer Rullet. Digga, das ist sogar die Wahrheit, oder? Nee. Rullet und Van Dijk hat er. Er hat Ferdinand anstatt Van Dijk, er hat Semedo anstatt Walker und er hat Rullet anstatt. Ja, perfekt. Verstehe Bayern 0. Warum muss man immer 4-0 und so gewinnen? Ja, weil die geisteskrank sind, deswegen, mein Freund. Hoffentlich geben die noch zwei Tore drauf. Ja, ich mag Atletico und ich hoffe auch, die knallen die richtig krass. Digga, Hansi Flick ist so ein super Typ. Hansi Flick, es steht 4-0 und der Mann peitscht seine Männer nach vorne. Jo. Ja, so. Es steht 4-0 und Hansi Flick peitscht seine Männer nach vorne wie sonst was. Digga, was ist denn mit Eisvogel los? Guck mal hier. Mit Neymar und Auba auf der Bank nochmal. Perfekt. Wow! Blanc, Maldini, Carlos Alberto, Vieira, Eusen, Pelé, Cruyff. Hey, er spielt einfach nicht. Er spielt einfach kein CR7 und er spielt auch kein Neymar. Siehst du mir erstmal. Eisvogel, Freunde, der ist E-Sportler bei Bet360, Bet360, I don't know. Der war mal bei Schalke E-Sportler. Paar kennen den. Dome mit dem Follow, Alessio mit dem Follow, Niklas mit dem Follow, Scuba und Janzu. Danke für die Follows, Chat.
Tom mit 2 Euro. Tom Kirschmann, dankeschön. Wie findest du Messi? Ich habe ihn gekauft. Messi finde ich nicht so gut. Also ich habe noch nicht so viel mit ihm gespielt, aber der soll nicht so gut sein. Sagen ganz viele. Ich spiele auch Vieira, Ronaldo, Mbappé, Neymar, Del Piero. Auch stark. Bet365, ja. Seit wann macht sowas? Ne, nicht Bet365, Bet360. Habe ich gerade eine Webseite gesagt? Achso. Ich habe mich bedeckt, Chat. Habe ich von einem Kumpel gehört. Ich weiß gar nicht, was es ist. Bet360, das meine ich. Tabak ist bei Neo? Wirklich? Als was denn? Ist Neo wie Hertha E-Sport? Ne, ist was anderes. Lol. Ne, Chat. Also Bet365 ist, ich meine was anderes. Ich meine dieses Bet360. Kennt ihr das nicht? Junge, das ist ja los. Warte mal. So. Sag mal, Pelé, was hast du hier? 170 Spiele, 246 Tore. Alter Schwede, der Mann hat schon echt viele Spiele mit dem gemacht. Euse. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie der Ingame spielt, ne? Vieira und Hullet. Das ist schon... Der hat 3 Millionen mehr als ich, der Mann. Und ich habe echt schon viele Coins. Das ist Eldos alter Account, ne? Perfekt. David Silber auf der 10. Wirbelt da ein bisschen rum mit 64 Pets. Digga, was ist das denn für ein Team? Bet360 ist doch der Wettanbieter, oder? Ich weiß nicht, was der Wettanbieter ist. Auf jeden Fall spielt er bei irgendwas mit 3-6. So. Ich möchte nicht auf die Klippen gehen, aber ich habe noch nicht die Xbox-Karte bekommen in der Gewinner von Sonntag. Niklas Wimmer. Meld dich mal bei Cora, my friend. Der hat die ganzen Codes. Musst du eigentlich. Aber es ist normal, dass du dich meldest. Meine zum HSV, die gewinnen alles, ne? 4 Spiele, 4 Siege. Jordans Team. Der bekommt bald seine Pro-Player-Karte. Und soweit ich weiß, wenn es so ist wie letztes Jahr, bekommt er noch 3 Icons. Die Profis dürfen sich 3 Icons dazu aussuchen. Das ist so ein Cheat. Die können dann sagen, ja, ich möchte noch Hullet, R9 und Pelé. Da bekommen die 3 Icons plus seine Pro-Player-Card. Hier wird, das wird so in 2-3 Wochen sein. In 2-3 Wochen kriegt Jordan seine 99er-Card. Das ist nur nicht so einfach, die immer zu linken. Aber dann kann er halt Hullet verkaufen und dann kann er sich hier eine Icon hinstellen. Also er muss sich theoretisch gesehen, muss er sich komplett mit Icons linken. Er muss hier sich selbst hinstellen, dann hier Carlos Alberto, hier Maldini, hier Van der Sar und hier dann halt Rullet. Perfekt. Ja, aber ist ja nicht schlimm, weil er dann die Spieler halt verkaufen kann, ne? Zidane und Vieira. Lahm, stimmt, er kann mit Lahm Perfect Link machen. Das ist korrekt. Zidane mal durch. Digga. Ich habe letztens gegen einen gespielt, da hieß der Name Coman. Wie hieß es? Coman, ach, weiß ich auch nicht mehr. Coman auf City 3-1, perfekt. Neuer, stimmt, mit Neuer geht's auch. John ist sauer auf dich, ich weiß. Wegen dem RTG-Account. Weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mit John die IV-Karte spielen. Weil ich nicht hier bin, um Freunde zu finden. Das ist ja mal mies sauer. Was ist das? Weiß ich auch nicht. Ja, aber ihr seht schon, Freunde, die ganzen Probeteams sind alle gleich. Wuselig losing. Perfekt. Don Schonzo. Das ist Moos Team. Perfekt. R9, ja, gut getradet hat der Mann. R9, Hullet, Vieira, Maldini. Er hat alle eigentlich, die ich auch habe, außer halt R9. Und Carlos Alberto hat er. Und Kyle Walker, aber ich glaube, er spielt Carlos Alberto IV. Er spielt Carlos Alberto IV und Walker RV. Eigentlich an sich ziemlich clever. Tun damit 2 Euro in, du bist der größte Ehrenmann mit einem riesen Puller. Dankeschön, mein Freund. Vielen lieben Dank. Thanks for the support. FJMSCSKLKA Franz mit 3,69 €. 2 Fragen. Longley oder Varane? Und was regt dich mehr auf? Was? Erstmal würde ich Varane safe spielen. Und was regt dich mehr auf? Dass die Torhüter lost sind oder dass jeder nur Teampressing spielt? Das... Ich finde beides nicht mal so. Teampressing ist schlimmer, finde ich persönlich. Und da gibt es aber viel schlimmere Sachen, die lost sind in dem Game. Davut mit einem Follow. Rishan Bala mit einem Follow. Danke für die Follows. Mo hat was vor. Mo hat auf jeden Fall was vor. Mo ist auch übertrieben gut in dem Game. Nick Woldemade. Der Mann hat ein Elevate-Shirt, Freunde. Der kurze Herr hat ein Elevate-Shirt mit 1,98. Muss ich dem Mann erstmal 17 XXL rüberschicken. Gibt's nicht. XL habe ich ihn geschickt. Aber das ist bewegt. Ich schicke ihm das. Ich sag ihm, mach mal ein Foto davon, wie du aussiehst. Und mach das in deine Story. Er macht ein Foto ohne sein Gesicht.
Ich sag, bist du los, Junge? Dann kann es doch jeder Knecht sein. Er sagt, ja, ich bin gerade 5 Stunden gefahren, ich sehe aus wie ein Knecht. Ich sag, Junge, als Maul. Wir folgen 99%, 15-Jährige, Gold, Dreischwitzer, die interessiert sich, wie du aussiehst. Sag dir so, zu spät schon. So ein langer Lachs ist der Mann. So ein guter Mann. Der war gut, ne? Der hat am Wochenende gespielt, von Anfang an, habe ich gesehen. Hat sogar fast ein Golasso gemacht. Also, der guckt auch öfter mal meine Streams, falls du zuguckst. Einfach mal auch ein vernünftiges Elevate-Bild schießen. Findest du auch, dass der Sechser dieses Jahr übelst los sind? Ja, sehr. Sehr überflüssig. Rashford sagt, wo soll richtig gut sein. Perfekt. 22 Spiele, 2000. Aber okay, er wechselt ja auch nie. Kore auch ein ganz. Ist er das? Das kann er nicht. Digga, wenn er mit diesem Team wirklich das gemacht hat, was ich glaube. Ich glaube aber nicht, dass es sein Account ist. Sujuklu Yurmuta. Perfekt. Wuselige Wiese. Sag mal. Okay. 2 Fragen noch. Habe ich doch gesagt, mein Freund. FJM jetzt SA. 3,69 Euro nochmal. Und nochmal mit einem Euro. Und da. Lol. Ich hab das beantwortet. Mit Varan und Teampressing. Mario Blank, Emre, Finn und Harish Mutukamuru. Perfekt vorgelesen. Dankeschön für die Follows. Wie viele Minute ist denn gerade bei Bayern? Geiler Name, finde ich auch. Sydney Ewika, der wird zum ersten Mal seit 2 Jahren keine 99er-Karte haben. Mit seinem scheiß Johann Cruyff jedes Mal, Digga. Ich glaube, Digga, Sydney ist wirklich verliebt in diese Karte. Hol dir mal Johann Cruyff. Und Pogba, Digga, jedes Mal. Pogba, Pogba. Der ruft mich an und labert mich voll mit Cruyff und Pogba. Ich sage, lass mich in Ruhe, Junge, interessiert mich doch nicht. Ja, Junge, Pogba. Und dann ist er immer mit seiner scheiß Foodbin-App und aktualisiert immer die Preise. Freunde, Sydney, das hat er heute im Stream gesagt und das ist 81. Okay. Das ist so das, was ich wirklich auch dazu sagen kann. Sydney spielt nicht FIFA 21. Sydney lebt FIFA 21, aber der Name ist voll scheiße. Da hätte ich mehr von dir erwartet. Pogba so gut? Nee, Mann. Lösung wegen deinem Internet. Ich bekomme am Samstag eine 100k-Leitung und eine 40k-Upload. Also 100k-Download, 40k-Upload. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Mal gucken. Ich gehe in so einen Musikladen. Ich hole mir so eine komplett... krank. Ich habe diese Schaumstoffdinger, habe ich hier dran, Freunde. Das ist alles hier dran. Aber das bringt nicht so viel. Ich muss mir so eine Special-Dinger holen, weil es gibt ja auch manche Leute, die singen. Und da hat ja der Nachbar auch keinen Bock, sich die Scheiße reinzuziehen. Ach so. Mua Musta mit einem Sub, dankeschön. GG Kelf, ja, Kelf hat es mir organisiert. Unumania mit 2,64 Euro. Hey, wann wird Elevate geliefert? Bis wuselig. 5 Wochen nach Bestellung. Ich glaube, der Drop war, warte mal, war vor 11 Tagen. Also, perfekt. 3,5 Wochen. Was mit deinen Nachbarn? Freunde, ich hab eine Mahnung bekommen. Ich habe eine Mahnung von meinen Nachbarn bekommen. Also so rechtlich auch, offiziell. Die haben eine Krawatte auf jeden Fall. Das Problem ist nicht, dass ich ausraste, dass es... Das kann man ja noch irgendwie kontrollieren. Wenn ich sage, okay, ich raste nicht aus, dann kriege ich das... Ich krieg's eigentlich nicht hin, aber ihr wisst, was ich meine. Das Problem ist, die hören alles, was ich sage, sehr... Oder schon sehr deutlich. Die haben so eine Aufnahme meinem Vater gezeigt. Die hören, was ich sage. Habe ich schon gesagt, dass sie hören, was ich sage? Und da. Eine Mahnung. Ja, weird talk jetzt, Digga. Das ist kein Witz. Die zeigen mich an wegen Ruhestiftung. Was? Ruhestörung? Hä? Ruhestiftung? Digga, ich hab grad Brandstiftung mit Ruhe. Junge, jetzt bin ich. Brain AFK. Ruhestörung habe ich gerade mit Brandstiftung kombiniert. Ruhestiftung. Also. Wie Fabio. Perfekt. Ja, Digga, ich kann mir doch jedes Scheiß-Team ist gleich. Was soll ich euch erzählen? Cristiano Ronaldo, MVP-Nehmer. Außer die E-Sportler, die nicht so viel Geld von ihren Dings da für FIFA-Points bekommen. Haben alle. Der nächste. Okay, wenn. Er weiß es, da weiß ich es. Ein richtiges Öler-Team. Richtiges Öler-Team. Er hat genau das gleiche Team wie ich. Lol. Außer, dass ich hier. Ich habe hier Hullet und hier Vieira. Aber ich weiß ja noch, er hat noch ein paar Coins auf jeden Fall. Ist ein richtiges Öler-Team. Ein richtiges Öler-Team ist das. Hab ich auch. Wann kommt ein SBB von dir? Am Mittwoch. Am Mittwoch, mein Friend.
Habt ihr irgendwelche Fragen, Chat? Das soll ja ein Laberstream auch werden. Wir gucken hier gerade die Teams von den ganzen E-Sportlern an, aus meiner Liste. Was sie so haben und von Benji und Broski und so. Also von den Influencern auch. Jens mit 2 Euro, hi Edi, um wie viel Uhr kommen die WL Rewards? Ich glaube um, ich weiß es nicht, um 9 oder um 10 Uhr. Kommt auf die Verschiebung an, ich weiß nicht, was gerade dran ist. Ich glaube aber, das wissen nicht so viele. 9 oder 10 Uhr auf jeden Fall. Dankeschön für die 2 Euro. Deine Meinung zu Löw? Löw komplett lost. Digga, wie kann man denn so dumm sein? Ja, wir brauchen eine neue... Digga, wenn ich Nationaltrainer bin, dann lade ich die besten Spieler der Nation ein. Logischerweise. Du kannst doch nicht sagen, ja, nee, Thomas Müller ist safe einer der besten deutschen Spieler momentan. Jerome Boateng, safe einer der besten deutschen Spieler momentan. Digga, musst du beide mitnehmen. Das ist nicht die, das ist nicht die beste Mannschaft, die Deutschland momentan hat. Ist nicht so. Und die spielen zusammen, Digga. Als ich hab lange nicht mehr so eine schlechte deutsche Nationalmannschaft gesehen. Also wie die zusammenzocken, das tut ja weh. Jordan Maxi wären unter Sebo dabei. Ja, ich würde die Männer mitnehmen. Finde ich auch, Eli. Ehrlich, Deutschland-Starter finde ich... Die haben aber gute Spieler, Timo. Die haben gute Spieler, aber die können nicht zusammenzocken. Pelé haben so viele, ne? Die haben gute Spieler, aber die können nicht als Team zusammenzocken, die Knechte. Sakul ist aber RTG-Team, ne? Ja. Guck mal, wenn Sidney im Chat ist, wir müssen uns daran orientieren, an so ein Team. An dem Team müssen wir uns ungefähr orientieren, ich sag dir so, wie es ist. Klostermann, Wan-Bissaka, Hernandez, Gulagi, Goretzka, De Jong. Hä, wen spielt er denn auf der 6? Achso, Goretzka und De Jong und dann hier Ansu Fati hat er gemacht. Was hat er für eine Karte? 4-4, 95 Pace. Ist der Mann wuselig? Der Mann ist super wuselig. 98 Beweglichkeit, Hilfe. 98 Beweglichkeit, 90 Ballons. Abschluss 88. Schusskraft ist halt lost. Gladbach 2-1. Gladbach führt 2-1? Lol. TF mit einem Sub. Dankeschön für den Sub. Laurin mit einem Follow-Fame-Player. Wieder mit 3,65 Euro. Hier dachte die Doni kann nicht deswegen einfach nochmal geschickt. Support und so. Dankeschön, Fame-Player. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, Freunde, lasst gerne ein Follow da. Kuss geht raus für 13.000 Zuschauer, obwohl CL ist. Wir gucken uns... Ja, halt's Maul, Edi. Sag ich zum 40. Mal. T-Mox hat auch Pelé, ne? Ja. Pelé, Pelé, Pelé. Ach, es haben so viele Pelé. Der hat sich den gerade erst geholt. Rullet hat er auch erst gerade geholt. Renato Sanchez, Ronaldo, Sissoko, Zaha. Zaha kann man sich jetzt wirklich mal als... Ah, hat er 3 Sterne Weakfoot, das ist schon kacke. Ah, okay. Jordan ist ja mies gut zur Zeit. Was denkst du, wie lange es dauert, bis er zur Nazi berufen wird? Ich glaube, er wird erst berufen, wenn Hertha auch ihre Spiele gewinnt. Also momentan glaube ich nicht, aber der Mann hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Ein super krasser Spieler, der auf jeden Fall in einer etwas besseren Mannschaft würde ich den gerne mal sehen. Habe ich aber schon mal gesagt. Ich würde Jordan mal richtig gerne in so einer richtigen Rasierertruppe sehen. Oder einfach mal in einer Truppe, die sehr gut spielt, no front. Achso. Nein, ihr wisst, was ich meine. In einer Weltklasse-Truppe. Ich lüge nicht. Ich glaube, persönlich gesehen, könnte ich... Okay, übertrieben. Ich glaube... okay, sag mir mal jetzt mal einen mittelguten... Einen mittelguten Außenverteidiger aus der Bundesliga. Atalanta 4-0, ich wusste das. Sag mir mal einen mittelguten Außenverteidiger aus der Bundesliga. BVB braucht einen IV, also ich will ihn. Leiner Schulz. Ja, die sind sogar noch... Ist Leiner mittelgut? Jonathan Schmid, der spielt bei Freiburg, ne? Ich sage euch ganz ehrlich, Digga, Schmid würde bei Bayern, der würde gut spielen bei Bayern. In der Bundesliga wäre er gut. In der Champions League vielleicht ist das nochmal was anderes. Aber, ich sage euch so, wie es ist, der Mann würde, das hier ist Eldos, der Mann würde auf jeden Fall nicht, ihr wisst, was ich meine, oder? Der würde performen. Es ist viel einfacher, in einer guten Mannschaft solide zu spielen, als in einer Scheißmannschaft.
Damit sage ich nicht, dass Hertha scheiße ist, sondern ich sage, dass Jordan in einer richtig krassen Mannschaft nochmal ganz anders spielen würde. Hinteregerer. Guckt euch Pavard an. Super Beispiel, Ibo. Super Beispiel, deswegen bist du bei mir doch Sub. Und Mod. Pavard, guter Mann. Wo hat er gespielt? Köln? Wo war das? Stuttgart? Stuttgart oder Köln? Eins von beiden. Ich bin lost. Stuttgart oder Köln? Und da war es nicht gut. Also die sind halt abgestiegen mit dem, oder? Die sind halt abgestiegen mit dem Mann. VfB. Okay. Die sind doch abgestiegen mit ihm. Oder haben eine nicht gute Saison gespielt. Dann geht er zu Bayern, Freunde, und rasiert auf einmal. Pavard Weltmeister. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Und der Mann, es ist so ein typisches Beispiel. Hättet ihr gedacht, Digga, okay, Pavard. Wäre Pavard nicht so krass gewesen bei der WM, hätte Bayern den safe nicht geholt. Wie wärst du denn auf Pavard gekommen? Das ist nicht aufgefallen, Digga. So, guter Mann, aber ja. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine? Eins in den Chat, wenn ihr wisst, was ich meine. Black Legend. Was ich mich frage, ja, wie viel Geld er reingesteckt hat, weil ich glaube, er hat gar keinen Verein oder so. Das ist schon ein krasser Vorteil, Freunde, wenn ihr einen Verein habt oder irgendeine Orga, ich weiß nicht genau, wie es bei dem ist, die euch Kohle reinknallt oder ein bisschen wenigstens für den Anfang. Schalke E-Sportler, zeig mal. Ronaldo Mbappé, Neymar. Bayern hat ihn schon vor der WM verpflichtet. Ja, Quatsch mit so Dinger. Die wollen Alaba zuerst mit Pavard setzen. Klünter, bester Stürmer. Klünter war Torwart bei mir. Jordan Enten und dann Enten in FIFA, was empfiehlt der 3? Rechte Seite, Sommerfriede, Jordan. Junge, das wäre OP. Das wäre der Wahnsinn. Pipe Crew. Alter, die haben safe ja dick reingecashed. Hullet haben die sich geholt und Pelé, CR7, Neymar, Mbappé, Desai, Carlos Alberto. Oh, Digga, die haben ja auch dick reingecashed. Krass. Doktor, der hat einfach 29-1 mit dem Team hat er 29-1 geholt. Auch gestört. Mit dem Team 29-1 und wenn er das und er mit seinem zweiten Team hat er auch 29-1 geholt. Ich weiß aber nicht, wo man das guckt. Einfach mit so einem, keine Ahnung, was das für ein Team war. Inter 2-2, lol. Bei denen spielt Finn eSport. Ich glaube, ja. Tabak ist jetzt bei Neo, oder was? Johann? Suka. Suka. Wie spricht man das aus? Und der hat sogar gute Werte, ne? Also, wenn du so Kroate bist, an die Kroaten da draußen, an die Chewabschichi-Köpfe, ich glaube, das ist eine Legende, also eine Ikone, wortwörtlich bei euch, ne? Ich kannte den nicht. Und der spielt Ramos? Zambrotta? Okay. Der hat mal ein anderes Team. Suka. Suka. Suka mit Z. Suka. Oh, sorry, habt da was eben verwechselt. Was denn? Kadem Gamer Aqua, Zelti Fisting Player, YouTube, Muha Muster mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Übrigens, Chat, ich habe euch das, glaube ich, noch gar nicht onstream gesagt. Am Freitag nehme ich ein Video auf mit diesem, ihr kennt den, mit diesem Leroy Wills Wissen. Das ist der eine YouTuber, der im Rollstuhl sitzt, der immer so ein paar Leute interviewt. Sowas wie Klopp hat er, glaube ich, interviewt oder so. Wie ist es, weiß nicht, wie ist es, YouTuber zu sein? Wie ist es, 1,90 groß zu sein? Wie ist es, Millionär? Irgendwie sowas hat er immer gemacht. Und ich werde mit ihm am Freitag ein Video aufnehmen, also für seinen Kanal. Wie ist es, ein Knecht zu sein, wird das Ding heißen. Interessant, oder? Leroy Matata, genau. Der kommt nach Berlin. Dann drehen wir für euch ein Video zusammen. Für seinen Kanal. Gladbach E-Sportler. Samuel Eto'o. 45 Spiele, okay, hat er sich. 45 Spiele, 22 Tore. Den spielt er safe nicht im Sturm. Den spielt er safe außen und Blanc und Kanté in der Mitte. Gehe ich mal stark davon aus, Chat. Gehe ich mal stark davon aus. Wie ist es, unter 1,80 zu sein? Wie ist es, von seinen Nachbarn angezeigt zu werden? Wie ist es, unter 1,80? Ihr seid so eine Knechtkinder, ne? Ich weiß nicht, wie man so eine Knechtkinder. Ich habe so eine Knechte als Community. Guck mal hier! Es gibt das Kanada-Wappen, gibt es nicht mehr, ne? Seit dem Tag, wo ich das gepostet habe, ich habe das Kanada-Wappen drin gehabt, zwei Packs später habe ich eine Icon gezogen.
es gibt dieses Kanada-Wappen nicht mehr. Also du kannst es nicht mehr kaufen. Und als ich es mir geholt habe, da sieht man mal, was man für einen fetten Einfluss hat. Als ich es mir geholt habe, es war ein Schleicher. Als ich es mir geholt habe, waren da locker 4-5 Seiten voll. Okay, 2 Seiten. Alle so 300 Coins oder so haben die Dinger gekostet. Dachte ich mir, Ehre. Schlage ich mal zu. Digga, direkt Instinkt. Gurkentruppe. Glimpschige Elf. Gibt es noch? Schau nach, warte. Ja, das waren die Teams von den ganzen E-Sportern-Chat, damit ihr das mal gesehen habt. Alle haben die gleichen Teams geführt. Dann kommt es ein bisschen drauf an. Alle haben so 7-8 Spieler oder 6-7 Spieler, die jeder hat. Und dann kommt es drauf an, wie viel Coins du hast. Und dann holt man sich halt so einen Pelé oder einen R9 oder du holst den Blanc anstatt einen Hullet, sowas. Sowas kommt dann immer vor. Wir gucken mal jetzt, was man so theoretisch noch mit meinem Team bauen kann, okay? Dann werden wir noch ein paar Packs aufmachen. Ihr könnt mir ein paar Fragen stellen, Freunde. Wir werden ein paar Teams auch noch von euch bewerten. Und ich werde noch ein bisschen RTG spielen. Sydney hat mich gezwungen, 7 Spiele zu machen. Wo ist hier Stadion? Mein Gott, Spieltag. Gold, Wappen. Ich weiß nicht mal, ob das Gold ist. Nationalität. Aber ich glaube, mittlerweile müsste es das geben. Das war schon etwas länger her, als ich nachgeguckt habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so lange anhält, das Ding. International. Kanada. Es gibt's einfach immer noch nicht. 2 Seiten, gleich 12 Wappen oder so. Krasse Community, ihr seid die Besten. Hä, was willst du von mir, ihr Knechte? Ist doch wirklich cool. Ist nicht cool? Ist nicht cool, dass das nicht mehr zu haben ist? Ich find's cool. Ich find's cool, Chat. Wir gehören als Community zusammen. Lasst euch nicht von so einem Knecht-Hatern wie diesen hässlichen Man-Man-Gesicht Koray was volllabern. TF mit 2 Euro, was hältst du von der 4-1-2-2 eng? Hab damit Elite 3 geholt, aber hat irgendwie keine Ideen vorne. Ich hab die noch nicht gespielt, mein Freund, aber Mo zum Beispiel spielt die. Ist gut, wenn ihr so komplett nach vorne zocken wollt eigentlich. Steven mit einem Sub. Nick wollte mal mit 1 Euro. Nur 1 Euro, weil du eben böse Worte über mich gelassen hast. Du Knecht, ich hab dich sogar supported. Ich hab gesagt, dass du richtig gut gespielt hast gegen wen habt ihr gespielt? Gegen Freiburg. Ich hab gesagt, dass du lost bist, weil du, ich schick ihm ein Bild, er postet ein Bild ohne sein Gesicht. Hä, du kannst das doch hier checken können. Aber trotzdem, Dankeschön für den Euro. Fußballprofi von Bremen spendet 1 Euro. Wollte ich mal so erwähnt haben. Dankeschön für den Euro. Punktprämie gegen Freiburg ist, da habt ihr Punktprämie 3 Euro Punkt, pro Punkt oder was habt ihr da? Luan mit 1 Euro und Mointa mit 1 Follow, dankeschön. Ecuador-Warten gibt's auch nicht bestimmt. Hat Ecuador-YouTuber seine Community darauf angehetzt, das ist auch zu kaufen. Ich guck jetzt nach, du Knecht, ja? Ich guck jetzt nach, ob es Ecuador-Warten gibt, du hässiger Scheiß-Hater. Ich entmodde dich bald, wirklich, ich geb dir eine Auszeit. Wo ist Ecuador-Warten? Wenn es das jetzt gibt, dann bist du der größte Knecht, den ich kenne. Geh mir nicht auf die Klöten. Geh mir nicht auf die Klöten, okay? Hast du verstanden? Du sollst mir nicht auf die Klöten gehen. So sah das übrigens auch aus bei dem Kanada-Wappen. Seitdem ich das habe, gibt es das nicht mehr. So. Haha, Korea plus 1. Ja, hier, Lennart. Ihr könnt euch gegenseitig ins Gesicht treten. Ihr könnt euch jetzt gegenseitig ins Gesicht treten. Dilafi mit einem Follow, Exit mit einem Follow, Jan Lübers mit einem Follow und Mointa mit einem Follow. Dankeschön für die Follows, Chat. Herzlich willkommen, der Ediami. So. EA Sports, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben, mit Packs 10. Habt ihr noch so wenig Packs von mir erst gezogen bekommen? Ich habe aber schon 3 Icons. Was ist denn los? Krieg ich nochmal einen Walkout? Oder sagt ihr, das hat sich erledigt? Ich glaube, das hat sich erledigt. Was sagt ihr zum Lied eigentlich? Guter Track, ne? Ach ja, Chat, diese Laberstreams. Habt ihr irgendwelche Fragen? Und kommt mir jetzt nicht mit, wer ist besser, Rashford oder Aubameyang? Fragt mich Sachen aus dem Leben, ihr könnt mich fragen, Chat. Ich bin wie euer großer Bruder, den ihr nie hattet, weil euer Vater und eure Mutter keinen Bock mehr auf so ein Knechtgesicht wie ihr hattet. Wenn ihr da jemand da draußen Einzelkind ist, fragt euch mal warum. Und zweitens, bin ich dann der große Bruder, den ihr nicht hattet? Ihr könnt ihr übrigens auch ein Follow bei Insta da lassen, wir haben bei 200k. Dass so ein Knecht wie ich überhaupt mal 200k überhaupt dahin bekommt, ne? Dankeschön für den Support, Chat. Ach ja, Pepe. Ja, ja, danke für die Follows, danke schön für die Follows. Fünf Franken von Dominik. Hallo Edi, kannst du Luan und Ona grüßen? Danke für die geile Unterhaltung.
Luan und Ona, ich grüße euch beide, ihr Knechte. Vielen lieben Dank für den Fünfer. Gruß geht raus. Und freut mich, wenn ich euch eine Freude machen kann. Ich fülle Tinte später auf für später. Füllst du die Tinte auf? Hast du Tinte auf dem Füller oder was? Hä? Hä? Was, das ist voll das dumme Sprichwort, was du gerade gesagt hast. Wann kommen Karrierestreams? Dauert noch ein bisschen. Heißt Richie wegen dir Richarlison 97 auf Twitter? Nein, Freunde, das haben auch ein paar gefragt. Der ist im Jahr 97 geboren und hat deswegen wahrscheinlich eine 97 in seinen Dingen, wie ich. Aber das hat er nicht wegen mir gemacht. Das ist schon cool, dass er überhaupt ein Foto gepostet hat und mich markiert hat. Mit Wuselig. Digga, das kann mir niemand nehmen. Der hat mein Bild gepostet. Einer der krassesten Stürmer aus der Premier League postet auf seinem Instagram-Profil ein Bild mit seiner Wade und Wuselig und markiert mich. Coole Sache. Coole Sache, ich habe alles in meinem Leben erreicht. Andrew mit einem Sub, dankeschön. Blutsbrüder sind wir. Machst du Bunker zu? Insta Sepp 2.0, mein Freund. Du bist ziemlich lost. Der Bunker ist zu. Es können nur Subs reinschreiben in den Chat. Das mache ich schon länger so, weil es hat zwei Gründe. Erster Grund, es hat drei Gründe. Na, obwohl es hat zwei Gründe. Erster Grund, ich kann den Chat besser lesen. Wie ihr seht, lese ich viel mehr eure Nachrichten. Klar, von irgendjemandem werde ich immer noch die Nachrichten überlesen. Zweiter Grund, ich kann nicht von diesen ganzen elfjährigen, hässlichen Arschkindern beleidigt werden, die mich zum ersten Mal gucken und dann reinschreiben, oh, was bist du denn für ein Knecht? Oh, Axel? Axel. Aber der kostet nichts, der Mann, oder? Mit seinen 63 Pace. Das sind die zwei Gründe. Gibt es dieses Jahr auch wieder WL-Reward-Stream? Jens Heiter, du bist auch anscheinend ziemlich lost. Guck dir mein Instagram-Profil an. Morgen wird es um 10 Uhr morgens von 10 bis 13.30 Uhr ungefähr streame ich morgen. Die Weekend League Rewards. Wir haben 13 Mal oder so Top 100 Rewards und ich mache auch von euch ein bisschen was auf und halt auch meine Rewards. Genau. Skills mit einem Asso-Sub und Redski mit einem Sub. Sub könnt ihr werden, wenn ihr unter dem Stream müsst ihr irgendwo Mitglied sein, da könnt ihr Mitglied werden. Kann man ab 2 Euro. 13 Mal GG. Ich weiß nicht, ich glaube. Koray oder Anis, wie viel haben wir? 12 oder 13, ne? Irgendwie sowas, glaube ich. Weiß nicht genau. Achso. Ich wette mit euch, dass morgen nämlich auch nochmal im Stream welche kommen werden. Das waren letzte Male auch immer so. Oh, da macht jemand Top 100 Rewards auf. 12, weiß ich nicht. Achso. 13.30 Uhr mache ich erst auf, Schlafrhythmus ist nicht da. Tuna kann ich weiß, ich kenne die Troubles, das ist echt schlimm. Valeron mit einem Sub, Meinung zu Angelino. Achso. Weiß nicht, hab keine Meinung zu dem. Guter Spieler, maybe? Marvin Heinz mit einem Sub, Mittelfeld mit einem Follow. Übrigens, Freunde, würde ich mich bedanken. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Hier, guckt kurz in die Cam. Hier, seht ihr eine 310. Ich kann mich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen, als wir 300, ich schwöre, das kommt mir wirklich vor wie gestern, als wir die 300k geknackt haben. Wir haben jetzt einfach 310. Das sind 10.000 Leute nochmal. 10.000 Leute, wisst ihr, wie viele 10.000 Leute sind? 10.000 Leute sind so wie, fällt gerade nichts. 10.000. Ja, 10.000 halt. Du bist meine Rettung, dankeschön. Das wird anders ausgesprochen, du Knecht. Reaxi. Achso. Reaxi. Danke für deinen Sub. Paul Langer mit dem Sub und Dani Stöger. Dankeschön für die Subs. Stell mal vor, der macht ein Tattoo von dir mit der Wade mit einem Eichhörnchen. Also Eli mit einem Eichhörnchen-Körper wäre schon krass. Ja, wahrscheinlich macht er das. Der wird das auf jeden Fall machen. Richard Richardson wird das bestimmt machen. Digga, wenn er das macht, Freunde, dann fliege ich dahin. Ich mache mit meiner Freundin Schluss. Ich sag, hör mal. Vielleicht sehen wir uns nochmal im nächsten Leben, aber dieses Leben bin ich reserviert für jemanden. Der liebe Gott hat mich geschickt zu ihm. Er hat uns beide einfach vereint. Wir wurden beide, ja. Wie funktioniert das mit den Teambewertungen? Werde ich gleich machen oder sagen. Mods, ich habe niemanden verkauft. Ich kann das verstehen bei Eldos, Freunde, muss ich sagen. Eldos habe ich, bei dem Kollegen habe ich eigentlich immer die Rewards aufgemacht, aber der ist jetzt E-Sportler bei Dortmund und ist Content Creator bei Dortmund, deswegen ist das logisch, you understand? Wäre ein bisschen dumm, wenn nicht. Lukas mit dem Zapf. Er wechselt extra zu den Enten für dich.
Also. Nils mit einem Follow, Alex mit einem Follow, Konstantin mit einem Follow und Axel mit einem Follow. Ich habe heute so gut gegessen, Chat. Ich bin wieder da. Illegella kommt langsam wieder. Ich warte, ich lüge nicht in dieser Phase. 1. Oktober war für mein ganzes Social-Media-Leben, also nicht für mein Social-Media-Leben, für mein Privatleben war dieser 1.10. dieser FIFA-Release, Freunde. Ich habe niemanden mehr gesehen. Ich habe meine Freundin nicht mehr gesehen. Ich habe meine Freundin nicht mehr gesehen. Ich habe meine Familie nicht gesehen. Ich habe nichts gesehen, außer Lana Wades und diesen verkackten Bildschirm und diese 7,5K-Packs. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich sage euch so, wie es ist. Mehr wurde mir nicht gezeigt. Auch nicht das Fitnessstudio von innen. Ich war in diesen letzten 21 Tagen vielleicht 5-mal beim Sport und das ist für meine Verhältnisse echt kacke. Und, Dadit? Ich bin jetzt wieder dabei, versuche mein Leben in den Griff zu bekommen in Sachen Sport mal wieder. Weil ich bin der Fitness, ich bin der McFit-Partner, Freunde. Und stell dich mal vor, ich bin dann so ein Knecht. Und dann denkt man sich, hä, warum ist der McFit-Partner, der sieht aus wie ein Knecht? Und dann, ja, versteht ihr, was ich meine? Wada to glory, Lana Wada. Also, Zipporikona, so. Bitte könntest du mein Team angucken, wäre eine Riesenfreude. Ich werde das gleich zufällig machen. Wir werden uns gleich erstmal um mein Team kümmern. In meiner RTG. Was? Mr. Bullet Gaming mit einem Follow und Colorado FN mit einem Follow. Mann, Digga, geht mir diese scheiß Musik auf den Sack. Hier. Even a Day von Gamma Skies und Milva. Was ist das? Ich muss nur Copyright hören. Ist euch mal aufgefallen, dass meine Stimme immer so hoch wird, wenn ich Englisch rede? Mach ich gar nicht mit Absicht. What is it? 5700 Likes bei 15.000 Zuschauern fällt mir gerade auf, Freunde. Lasst gerne hier mal ein Like da. Ist immer wichtig, damit neue Leute dazukommen. Macht mal hier, wir gehen nicht offline, bevor wir... Nein, das sage ich nicht. Ich sag sowas nicht mehr. Ach so. Die haben mich schon so rasiert. So oft hat mich EA mit diesem Spruch rasiert. Also macht ihr erstmal die 8.000 Likes voll. Dein Profilbild auf Instagram ist mies gut. Dankeschön, mein Freund. Das habe ich überall. Das habe ich bei YouTube, bei Insta, bei Twitter. Weil ich mich da auch sehr sympathisch finde und meine Augen dazu Geltung kommen. Diejenigen, die das nicht kennen. Na scheiße. Jetzt wird meine Story gezeigt. Hier. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass Leute, die zum ersten, die mich nicht kennen. Stellt euch mal vor, ein Unternehmen, Freunde, McFit zum Beispiel. McFit arbeitet mit mir zusammen und hört so von jemandem, ja, ey, da ist so ein Typ, der ist E-Sportler, der hat eine ganz gute Reichweite, der würde hier reinpassen. Ist locker drauf, hat ein bisschen Bizeps, kann man was machen mit dem Mann. Dann sagen sie, ach, zeig mal sein Instagram-Profil. Und dann sehen die dieses Bild und meine aktuellen Stories. Sympathisch. Sympathisch. Servus, Jungs. Servus, mein Freund. Was hat sich wohl Richard gedacht? Ich weiß es auch nicht. Junge, ich schreibe, Freunde, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich lustig auch teilweise, wie die Leute darauf reagieren. Gestern hatte ich ein Meeting, Freunde, mit Arne Friedrich. Ein paar von ihnen kennen euch, was? Ein paar von euch kennen ihn vielleicht. Das ist so eine Hertha-Legende. Der war extrem lange bei Hertha, der hat auch Nationalmannschaft gespielt und so. Und der wollte mit mir reden, der ist Sportdirektor bei Hertha. Der wollte sich so mit mir unterhalten, der wollte mich mal kennenlernen. Und dann kam ich da so an und dann hat er gesagt, ja, hier, Insta habe ich gesehen bei dir, ich folge dir auf Instagram und ich so, oh mein Gott, ja, das kann ja gar nichts werden, wenn der Mann mir auf Instagram folgt. Und dann denkt er sich dann. Und dann denke ich mir, ja, hier, ich spreche ein paar in der, also ich spreche Freunde, bei Hertha ist es anscheinend schon sehr, sehr weit oben angekommen, dass es mich gibt, dass ich so halt mache, was ich mache. Und dann sieht er die Stories und ich denke mir, alter Schwede, ja, was denn, ist doch okay, was wollt ihr jetzt von mir? It's like a chipmunk ist das Beste, als ob jemand nicht Arne Friedrich kennt. Doch, safe. Eins in den Chat, wenn ihr nicht Arne Friedrich kennt, bin ich mir jetzt, Digga, so ein 11-Jähriger, der gerade, ach so, der, oder so ein 13-Jähriger, glaub nicht, dass der Arne Friedrich kennt, my friend. Haarige Zwiebel mit dem Zapf. Digga, wenn ich jetzt 12 wäre, würde ich nicht wissen, wer Arne Friedrich ist. Woher auch? Ist ja nichts Schlimmes. Ja, okay, ihr seid auf einmal alle Arne Friedrich Ultras, ihr Knechte. Ihr schreibt einfach 2, ihr wisst gar nicht, was es ist. Ihr denkt, es ist irgendwas zu essen oder so. Der Name kommt mir bekannt vor. Mhm.
haarige Zwiebel, danke schon für deinen Sub. Daniel mit dem 21 cm Cock. Witziger Zufall, meine Sexualkundelehrerin hieß auch Lana Roades. Achso. Ja, wahrscheinlich hieß sie so. Der ist sie voll leid, ich weiß nicht, was du meinst. Harbin Woro mit einem Follow, Martin Lenny mit einem Follow, Snakes mit einem Follow und Farkon mit einem Follow. Sarius mit einem VIP-Sub. Dankeschön für den VIP-Sub. Bin 12 und kenne ihn. GG, mein Freund. Das hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ja, auf jeden Fall wollte er mit mir reden, hat so gesagt. Ich wusste das gar nicht, Chat. Wusstet ihr, dass ich der Mensch bei Hertha BSC bin, der mit allen Kanälen am zweitmeisten Reichweite habe? Das wusste ich nicht mal. Also mit den Fußballprofis inbegriffen. Da gibt es einen, der hat mehr und das ist Piontek. Ich wusste das gar nicht. Mir war das eigentlich auch so egal. Also ich gucke ja nicht so krass. Mir ist sowas nicht so wichtig. Ich freue mich immer und hole mir eigentlich drauf einen runter, dass ich immer so viele coole Zahlen habe mit euch. Aber so an sich wusste ich das gar nicht. Und das Lustige ist ja, dass ich so angefangen habe bei Hertha mit null. Also nicht so, dass ich da hingekommen bin und mich schon alle kannten, sondern ich war bei Hertha und mich kannte kein Schwanz. Geh mal lieber RTG, Friede, tut mir leid. Ja, wir gehen da noch rüber, Freunde. Ich muss nachher RTG spielen an alle neuen Zuschauer. Sydney, Friede und ich haben einen RTG-Account zusammen gegründet. Ich kann ihn euch gleich auch mal zeigen. Wir sind schon qualifiziert für die Weekend League. Wir haben ungefähr 200k. Wir haben das gemacht, damit wir so ein bisschen immer so ab und zu zocken können, wenn wir ein bisschen entspannt spielen wollen und nicht jetzt hier um mein Leben schwitze und dass ich hier schon wieder alles zusammenschlage. Arne Friedrich, Legendenauftritt bei WM 2010. Also, okay, warte mal. Wir machen jetzt folgendes, Chat. Was sagt ihr, wenn ihr 25 Millionen hättet, was würdet ihr bauen? Und wir machen das jetzt zusammen. Weil ich bin am Überlegen, eventuell was zu machen. Das ist mein aktuelles Team, die Verwuselten. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Top 100 Trader. Bin professioneller Trader, mach das hauptberuflich für Hertha BSC, hab noch kein Spiel in FIFA gemacht, weiß nicht, was E-Sport ist, weiß auch nicht, was Content ist, hab jetzt vor einem Jahr ungefähr YouTube angefangen und bring Trading-Videos auf meinem Kanal, also könnt gerne einen Follow da lassen, falls ihr mich noch nicht kanntet. Bin dafür bekannt geworden, überteuer zu verkaufen und die Icons zu flippen. Und ja, so habe ich mir das Team erwirtschaften können. Erzähl mal weiter mit Friedrich. Ja, und dann hat er halt mit mir reden wollen, hat so gesagt, ja, der will mich kennenlernen und hat mich dann kennengelernt, hat mir so ein paar Fragen gestellt und fand mich voll cool, ich fand den auch cool, nur Homo. Und hat dann so gesagt, dass die hier, ich will keine Namen nennen, aber dass viele oben auf jeden Fall meine Streams gucken. Und ich sag extra keine Namen, weil ich weiß, wie krank ihr seid und dass ihr denen dann auf den Sack geht. Dass die da alle, dass viele meine Streams gucken und die das auch witzig finden und dass ich manchmal ein bisschen zu hart bin. No homo. Hör ich auch immer von meiner Freundin, was? Ja, okay. Auf jeden Fall genau sowas. Sagen sie, ist halt immer zu viel, vielleicht ein bisschen eine Spur. Und dass sie auf jeden Fall meine Streams gucken, da sage ich jetzt zum 40. Mal. Und dass sie gerne mit mir in Zukunft sehr viel machen wollen, streamtechnisch auf den Hertha BSC-Kanal oder dass sie generell mich sehr versuchen jetzt einzubinden in Zukunft. Das heißt, dass die gerne wollen, ich will noch nicht so viel verraten, aber ich soll sehr viel mit den Profis machen. Das gab es so, was die vorhaben, soll es doch, gibt es noch nicht und wollen die mit mir machen, weil die halt sehen, dass es sehr gut ankommt, Freunde. Die Hertha, hier, ich kann es euch mal zeigen. Die zwei bestgeklicktesten Hertha-Videos auf den Hertha BSC-Kanal haben was mit FIFA zu tun und so ein bisschen mit mir. Weird Flex. Also, ich kann es euch mal zeigen. Hertha BSC. Wenn ihr hier auf den Hertha BSC-Kanal geht. Übrigens wäre diese Woche eine Fußball-Challenge gekommen, konnten wir aber nicht machen, weil Jordan verletzt ist. Und ich wollte unbedingt mit Jordan die Fußball-Challenge machen. Also, Videos Hertha BSC, größte Beliebtheit. Dann ist einmal das hier, Sydney und Jordan, Zimmerduell, perfekt. Das war ja auch nicht, Freunde, das guckten sich nicht Leute an, das gucken sich alle Hertha-Fans an. Aber das guckt sich jetzt hier kein 14-jähriger Tobias an, der FC Bayern München-Fan ist und zu Hause sich ein Leroy Sané mit Nummer 10 Trikot geholt hat. Irgendjemand hat das gemacht, perfekt, warte, kurz sammeln, Innegatter. Irgendein 14-jähriger Tobias hat sich safe ein Sané-Trikot mit der Nummer 10 geholt. So. Tobias, kannst du dich gerne melden bei mir. Das zweitbeliebteste Video ist das hier. Klinsmann antwortet, YouTuber Crash, bla bla bla. Und das hier ist schon das drittbeliebteste. Mit mir.
guck mal hier, das bin ich. Das bin ich. Und die haben gesehen, dass es sehr gut funktioniert. So auch auf Insta bekommen die täglich Nachrichten, Hertha BSC, der Kanal und TikTok und so. Und deswegen wollen die da in Zukunft was mit mir machen. Chris mit einem Sub, Dankeschön. Ja, Arne Friedrich ist der Sportdirektor von Hertha, Freunde. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist Sebastian Kehl bei Dortmund. Sowas. Ich finde schon cool, dass die sich überhaupt so um mich scheren. Das könnte ihnen ja auch scheißegal sein. Digga, warum ist die Alkoholbrille überhaupt so locker? Die war mal fester. Tobias mit 2 Euro, was ist mit dir, du Knecht? Nicht mehr, Friend, ich bin immer so. Kuni als erstes Mal, wow. Was ein Clickbait. Wann haben die das so geschrieben? Echt guter Clickbait. Hätte ja von mir sein können, der Dings da. Michael Zorc. Ach so, okay. Ja, bin ich lost. Findest du gut, dass mehr eingebunden wird? Yes, auf jeden Fall. Nur noch 7 Spiele. Ja, ich krieg das doch geschissen, Sidney. Entspann dich doch mal. Ich bin erst seit einer Stunde online, mein Gott. Wie lange willst du noch das Kanada-Wappen haben? Für immer. Also, Freunde. Erstmal lasst ihr alle ein Like auf den Stream da. Dass wir hier die 8000 Likes knacken. Fehlen 600. Zweitens, sagt mir ihr jetzt, was ihr mit 25 Millionen Coins machen würdet. Es gibt hier die typischen Kandidaten wie R9. Würdet ihr euch R9 holen? Der kostet schon mal 10 Millionen. Das ist so eine Sache. Perfekt. Dream Squad aus. Hallo EA Sports. Ich drücke doch X. Ich drücke doch. Lass ihn mich doch reinmachen in den Verein. Torwart Alisson. Ja, okay, warte, chill. Tor Alisson. Da müsst ihr ja eine Idee haben. Ihr braucht eine Vision. Ihr braucht ja eine Vision. Alisson im Tor. Dann wahrscheinlich Van Dijk. Virgil van Dijk. Ihr seid jetzt in meinem Körper. Ihr seid Eli Geller. Mit 25 cm in der Hose, was? Und habt 25 Millionen Coins. Was macht ihr damit? Van Dijk. Nee, Tor van der Sar. Van der Sar im Tor. Ja, okay. Werdet ihr sehen, dass es nicht reichen wird am Ende, ihr Knechte. Und da? Weil diese ganzen Spieler werden am Ende so teuer, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Van der Sar im Tor. Ich lese kurz die Follows und die Subs vor. Arne Wuselig Friedrich mit 1 Euro. Ich bin's Arne, die wuselige Nummer 3. Dankeschön für den Euro. Tobias mit 2 Euro. Was ist mit dir, du Knecht? Nichts. Michael Bauer mit 2 Euro. Grüße an Thais, der dich gerade das erste Mal guckt. Thais, ich grüße dich, mein Freund. Lass gerne ein Follow da, falls du neu bist. Kai Soge mit einem Follow. Maxion mit einem Follow. Mohammed mit 2 Euro. PES für immer statt FIFA, dafür Ronaldo treffen. Digga, wenn ich Ronaldo treffe. Obwohl, das wäre voll der. Das wäre voll scheiße für mich, ne? Für meine Zukunft an sich. Aber dann könnte ich Ronaldo an die Klöten fassen. Und das wäre es dann schon wieder wert. Dankeschön für 2 Euro. Walker IV Maldini. Bau auf Football. Ne, wir machen das hier, Freunde. Dann seht ihr, das ist auch alles cleverer. 8000 Likes geknackt. Ja, siehst du, ich muss einfach mal sagen, dass ihr abonnieren sollt. Waterford Jamaica mit 1 Euro. Okay, wir machen da Maldini hin. Was hältst du davon? Was hältst du von Beziehungen von 15-Jährigen? Oh, das ist eine interessante Frage. Was hältst du? Ich hab den besten IV im. Hä? Ich hab doch Maldini. Mach Scheiß drauf. Warte mal. So, was hältst du von Beziehungen von 15-Jährigen und 18-Jährigen? Lese nicht weiter. Lese nicht weiter und fronte extra, damit ich das Ding bringen kann. Also, wenn der Typ 18 ist und sie 15, in meinen Augen ziemlich lost. Varane besser als Van Dijk, finde ich nämlich auch. Aber ich frage ja meine Community, was die so bauen würde. Klar, kann ich jetzt nicht alles so machen, aber... Also, wenn ihr 18 seid und mit einer 15-Jährigen was habt, das finde ich auf jeden Fall zu, zu jung. Zu jung. Es ist was anderes, wenn ihr 18 seid und sie 17 oder sie 16, wird aber jetzt 17. Ach so. Dann geht's auch noch eventuell. Aber 15, Freunde, 15. Ihr müsst euch das so vorstellen. Sagen wir, ich weiß nicht, wie alt... Ich glaube, mit 15 ist man in der 10. So ist es in Berlin auf jeden Fall. Mit 10 bist du in der 5. Was? Ganz kurz, was habe ich gerade gesagt? Mit 15 bist du in der 10. Und mit... Okay, warte nochmal neu. Auf jeden Fall ist es zu jung. LV Mondi. Das ist ja mein Main-Team. Mondi ist safe und eigentlich ist Varane safe. So, das ist an sich safe. Hier ist es Carlos Alberto, meiner Meinung nach. Der soll richtig krass sein.
Aber dann sind halt vorne die Abstriche. Aber die Abwehr ist generell eigentlich das Einfache bei, der, bei dieser ganzen Aktion hier. Klipp das mal mit ein. Nein, nicht klippen. Adriano mit einem Sub. Dankeschön für den Sub, Adriano. Vielen Dank, herzlich willkommen in der Ediami. Zambrotta auf RV. Ja, Zambrotta ist auch eine Möglichkeit. Oder Carlos Alberto. Aber ich glaube, Carlos Alberto ist besser. Ich hatte Zambrotta in FIFA... in FIFA 20. Ich fand den voll gut. 5 Sterne Weakfoot. Wuseliger RV, sei ich euch ganz ehrlich. Kein Walker? Ja, weiß ich nicht. Also in-game wird 4-4-2 gespielt. Und jetzt ist die Frage, jetzt kann man ganz viele Coins irgendwo sparen. Jetzt kann man halt, wir haben Stand jetzt aufgebraucht 2 Millionen, 3 Millionen, 3,5 Millionen so. Von 25 Millionen sind 3,5 Millionen weg. So, das heißt, wir haben noch 22 Millionen ungefähr. Rullet wie ihrer Sechser. Okay, aber dann können wir vorne nicht mehr so viel machen. Rullet, Freunde, ist so ein Geldfresser, das glaubt ihr gar nicht. Rullet sie dann zur Offensiv-Sydney. Beide haben. Rullet hat hoch und sie dann hat hoch-Mitte, glaube ich. Weißt du, was da los ist im 442? Im ZM? Du bist der größte Vieira-Hater, den ich kenne übrigens. Hier, guck dir die Arbeitsraten an. Hoch-Mitte. Warum? Achso. Wisst ihr, was meine Idee war? Ach, scheiß drauf, wir machen erstmal weiter. Lahm Zidane ist eine gute Variante. Vieira, Zidane, Kanté, Zidane. Aber Hullet ist Hullet, Chat. Hullet ist leider Hullet. Du hast noch 25 Mille, hast du gesagt. Ja, jetzt habe ich noch 22 Mille. Weil die Abwehr kostet halt 3 Mille. Timsee mit einem Sub, Mr. Clown mit einem Follow, Moin mit einem Follow, Max Staudinger, alle mit einem Follow. Kuss geht raus für 18.000 Zuschauer, Chat. Auf so einem Stream hier. Zidane ist geisteskrank. Dibo, aber das Problem ist, dass ich Hullet habe und ich kann nicht Hullet und wie Hullet und Zidane spielen. Weil das viel zu teuer ist. Viel zu offensiv, meine ich. Das wird zu offensiv im 4-4-2. Ich spiele ja 4-4-2, Chat. Ich spiele ja 4-4-2 und mir geht es voll auf den Sack. Früher konntest du das einstellen. Wenn du der Spieler kam, dann war er auch direkt meiner im Verein. Ja, I understand. Yes, thanks. So. Hullet Sisu. Zidane und Lahm, beste Kombo. Sagst du. Gönn dir Cruyff 91. Junge, da sind die ganzen YouTuber. Aber Cruyff. Ja, es ist so viel machbar. Die Frage ist, dann gibt es halt richtig krass viele Abstriche, ne? Also im Mittelfeld gibt es ganz viele Abstriche. Safe ist ja an sich perfekt. Safe ist ja an sich Mbappé, Neymar, Ronaldo. Oder Chat? Da sind wir uns einig. Da sind wir uns eigentlich einig. Suka ist klasse. Zidane und Lahm auch. Nice. Ja. Aber wenn ich jetzt Rullet verkaufe, mache ich schon wieder 1,5 Millionen Minus. Allein deswegen möchte ich ihn nicht verkaufen. Aber wir machen mal weiter. Perfekt. Lahm, warte mal. Ronaldo. Warte mal, wir machen die mal alle erstmal hier im Verein. Ronaldo. Zack. Boah, ich war erschrocken. Und Mbappé. So. Tom Kirschmann mit 2 Euro. Kanté und Vieira. LM, Neymar, Sturm, Mbappé, Eusebio. Das mache ich ja safe nicht. Ich will mir hundertprozentig nicht Eusebio, mein Freund. Der soll nicht so gut sein dieses Jahr. CR7, Pelé, Cruyff, Mbappé. Ohne Neymar. Ich finde Neymar am besten von denen. Also ist, ne, obwohl. Es kommt Ronaldo, dann Neymar und dann Mbappé. Ich würde, wenn überhaupt, Mbappé weghauen. Guck mal, hier würde ich den Kollegen auf jeden Fall hinkloppen. Und hier ihn. Und Mbappé muss eigentlich auch sein. Das heißt, du hast noch eine Position frei. Und ich glaube sogar, theoretisch gesehen, könnte ich mir hier R9 hinstellen. Aber die Frage ist, ist R9 das Geld wert, Chat? Das ist die Frage, ob der Dicke das Geld wert ist. Weil dann, ich habe jetzt momentan 2 Millionen auf der hohen Kante. Ich habe 2 Millionen auf der hohen Kante. Ich habe noch Kollege Schnürschuh. Und ich habe noch Kollege Mr. 25 cm an der Hose. Und die beiden, dass der Typ 4 Millionen kostet, ist
eine Respektlosigkeit. Oh, der war bei 4,2. Ich hätte ihn verkaufen sollen gestern. Der war bei 4,2 Millionen. Aber er wird nochmal hochgehen. R9 ist ein Cheat. Ja, das ist korrekt. Aber der Mann kostet auch 10 Millionen, Divo. Der Dicke ist es wert. Trust. Ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß es nicht. R9 aufreden. Renato Sanchez und Vieira. Weil er schlecht ist, singt er. Flipsi geht hoch. Der ist nicht schlecht. Vieira ist nicht schlecht. Das Problem ist, man muss mal abwarten, was jetzt mit dem neuen Patch kommt. Vielleicht werden ja so Tacklings wieder ein bisschen effektiver oder so. Und dann im Mittelfeld ist dann so ein Vieira schon geil. Also Hullet zum Beispiel, Jet. Hullet holt mehr Bälle als Vieira. Defensiv. Wenn ich die beiden verkaufe, sind es schon 9 Millionen. Das ist sogar mehr, glaube ich. 5,5. Also wenn ich die beiden verkaufe, kann ich mir auf jeden Fall ihn hier holen. Ja, gut eingegeben. Christian Ronaldo. Nein, ist ja gar nicht. 9,8. Der war heute, ich habe vorhin nachgeguckt, da war einer für 9 Millionen drin, glatt. Glatt für 9 Millionen sofort kaufen. 9 Millionen und 660k oder so. Pelé lassen und R9 weg. Pelé behalten war zu wuselig. Sagst du nicht jedes Mal, dass Vieira nicht dribbeln, schießen und passen kann? Was kann der Mann? Der Mann kann eigentlich die Bälle mit seinem Puller abnehmen. Mehr kann er nicht und das konnte er letztes Jahr super. Aber dieses Jahr sind diese Balleroberungen nicht so gut im Mittelfeld. Deswegen ist das halt ein bisschen scheiße. Aber ich kann mir vorstellen, also was ich würde eher Hullet verkaufen, anstatt Vieira. Weil du kannst ihn besser aus... Du kannst Hullet besser ersetzen als Vieira, finde ich persönlich. Hier, Philipp kannst du mit Lahm ersetzen und Hullet kannst du mit Zidane ersetzen. Frage ist, ja, es nimmt sich nicht so viel, ne? Zidane könnte wirklich sehr gut sein, muss ich sagen. Er hat 5 Sterne Skills. Er kann schießen, er kann dribbeln. Er kann durchspielen mit 88 Ausdauer. Ja, es ist nicht so einfach, Chat. Philipp mit Lahm. Habe ich gesagt, Philipp mit Lahm? Tom Kirschner mit 2 Euro, dann Messi bitte, du Paul Berger. Messi spiele ich nicht, ne. MS Skills mit 5 Euro. Bin in die Freundin eines Freundes verliebt. Er behandelt sie auch schlecht. Was nun? Digga. Was ist denn das? Also wenn du in sie verliebt, halt dich bedeckt, mein Freund. Wenn es ein guter Freund ist, dann würde ich mich extrem bedeckt halten. Dann würde ich sagen, hey, hör mal, Großer. Behandle die richtig oder mach Schluss und wenn du Schluss machst, dann bin ich da und kann. Aber ich würde an sich, Freunde, lasst das da immer alles. Hört auf mit sowas. Sobald da irgendjemand mal was hatte von eurem Freundeskreis. Ja, das ist die Meinung dazu. Lasst es. Haltet euch bedeckt. Francesca mit 2 Euro, Garincha, ja. Junge, lass die Finger weg. Also sage ich doch, lass die Finger weg. Das. Ich sag dir ehrlich, wenn ich das so sehen würde, würde ich nicht sagen, dass es jetzt aktuell besser ist als mein jetziges Team. R9 würde mich so krass abfangen. Ich würde immer sein Preisschild sehen. Ich würde auf seinen fetten Arsch immer 10 Millionen sehen. Wenn er den Ball nicht reinmacht, Digga, dann zeige ich den an. Für 10 Millionen. Ich zeige ja schon fast Pelé und Hullet an. Guckt euch den Preis an, den ich gezahlt habe für einen Sechser. 7,9 Millionen. 7,9. Junge, für 7,9 Millionen verkaufen manche ihre Familie. 5 Franken, Butragueno Meta. Ab wann streamt zum Butragueno ist nicht die Meta, mein Friend. Meta sind 5 Sterne Skillspieler. Stand jetzt vor diesem Patch. Command einbauen, perfekt. Hello, yes. Are you adding me to your team? Great greetings. Greetings to Richarlison. You are in my team, but yes. You are in my main team, you are there. SN 700k? I don't think so, my friends. Freunde, 20.000 Zuschauer, Hilfe. Macht hier die 10.000 Likes voll. Dankeschön für 20.000 Zuschauer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich bin gerade dabei, so ein bisschen mein Team oder so Ideen zu sammeln, was man machen kann. Wir werden gleich noch ein paar Packs aufmachen und wir werden ein paar RTG-Spiele machen. Sydney der Sucht ist in Division 1. Sydney und ich haben einen RTG-Account zusammen gemacht und er ist schon in Division 1 mit so einem, keine Ahnung, das Team ist nicht mal so schlecht. Wir müssen noch so irgendwie 7 Spiele machen, um die vollen Rewards abzugreifen. Das ist noch der Plan, den wir heute machen. Ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn ihr Bock habt. Zu allem, ich bin immer sehr offen. Und ja, falls euch hier der Stream sympathisch vorkommt, könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen.
Wir haben vor kurzem die 300k geknackt. Perfekt. Zidane 94, nee. Du nervst mich hier mit deinen ZMs. Findest du die nicht gut? Digga, Philipp Lahm, ja. Philipp Lahm, ich weiß, ihr wollt das hier. Ich glaube, die meisten wollen so hier. Die meisten wollen es so. Und das könnte ich mir sogar bauen. Das könnte ich mir so bauen. Genauso. Ah ne, Carlos Alberto kann ich nicht spielen. Das sieht schon gut aus, Chat. Aber ich wollte mir... Mir fehlt gar nicht so viel zu erneuern. Ich will Vieira nicht verkaufen. Guck mal, ich kann euch das mal vorrechnen. Ich habe Stand jetzt 2 Millionen Coins. So. Ich habe 2 Millionen Coins und ich habe noch die ganze Scheiße mit Hunter und so im Verein. Wenn ich Pelé verkaufe, kriege ich nochmal, sagen wir mal, 5 Millionen mit Abzügen. Habe ich 7 Millionen. Und erneuern wird in ein paar Wochen auf... Er wird auf 9 Millionen gehen. Mindestens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei 10 Millionen bleibt. Und dann fehlen mir Stand jetzt 2 Millionen. So. Problem in der ganzen Sache ist, ich bin halt auch irgendwie YouTuber zu 70% jetzt geworden. Das heißt, dass ich auch Coins für SBBs und so brauche. Mindestens immer so 1,5 Millionen, 2 Millionen pro Serie. Das heißt, mir fehlen, damit ich keine Kopfschmerzen habe, 4 Millionen Coins. 4 Millionen. Hm. Er denkt immer noch, Hunter und so nach 2 Millionen. Ja, chill. Weißt du, wie viel Coins... Ich habe letztens ein bisschen was verkauft, du Scheiß-Hater. Guckt euch das an. An alle, die ihr lacht jetzt. Ich habe das alles gar nicht mehr im Verein. Hört mir jetzt genau zu. Ich mache dafür sogar jetzt epische Musik an. Ich mache jetzt für das, was ich sage, epische Musik an, weil ihr Knechte seid und ihr mir das nicht geglaubt habt. Na, was denn? Ich habe mich versprochen. Kann doch passieren. Ich bin auf Transfer gegangen. Ach so. Zack. Jetzt werden mich ein paar auslachen. Dann habe ich mir ein bisschen was angeguckt, was ich so im Verein drin habe. Verbrauchsverbürgte Item. Positionsmodifikator. Ich hatte ZUM zu ZM. Nee. Ach so. Die Scheiße hatte ich 250 Mal. Ich habe das, glaube ich, immer für 2k und noch was verkauft. Ja, ich habe es damals für 2k verkauft, wenn es das war. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das 2k gekostet hat vor ein paar Tagen noch. Digga, ich hatte die Scheiße locker 300 Mal im Verein. Ich habe das alles verkauft. Hier, das seht ihr immer an den Dingern. ZUM zu ZM. Weiß nicht mehr, wie teuer. Ich hatte alles so zwischen 200 und 300 Mal. Ich habe mindestens bis Stand jetzt 3 Millionen damit gemacht. 2,5 vielleicht. RM zu RF. Was denn? Dann setze ich mich mal halt einen Abend dran. Verkaufe ich die ganzen Dinger für 550, mache ich es nicht, aber verkaufe ich die ganzen Dinger. MS zu ST. War die Scheiße nicht mal 5k wert irgendwann mal in FIFA 19? Irgendwas war 5k wert, Chat. Was war das nochmal? Also Sidney muss auf jeden Fall die Hosen in RTG anhaben, sonst läuft der Account da nicht. Ja, man muss es da rechnen haben. ZM zu ZUM. Was denn? Habe ich 1000 Mal? Verkauf? Habe ich wie oft? Habe ich 200 Mal? Verkaufe ich das halt immer für 1000 Coins? Habe ich 200k? 200k? 400k? Die beiden 600k? Das andere nochmal 800k? Und dann kommen die Dinger im Spiel. Chemistry Styles. Stand jetzt, Hunter, dass das Ding 3k kostet, ist eine Frechheit, wollte ich mal so gesagt haben. Das wird nochmal auf 5k mindestens gehen. Digga, Hunter kostet 2000 Coins, was? So, was denn? Geht für 3k weg, mache ich nochmal 450k. Shadow, habe ich 150 Mal. Kostet Stand jetzt 3000, wird auch nochmal ein bisschen hochgehen. Mache ich wieder 450.000. Anker, nochmal 140.000 mitnehmen. Nochmal 140.000 mitnehmen. Hawk. Nochmal 160.000 mitnehmen. Digga, Horkost, was ist mit den Chemistry Styles passiert? MS zu ZUM war teuer. Okay, warte mal. MS zu ZUM, habe ich das noch? MS zu ZUM, mach jetzt keinen Miesen. Warum ist alles so günstig? Ja, okay, 1500 habe ich auch nochmal 166 Mal im Verein. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Ihr seht es, Chat. Und jetzt, Cora, höre ich die Hater nicht mehr. Ich höre sie nicht mehr. Was willst du von mir? Ich höre sie nicht mehr. Blanc für Maldini, Spaß eine Million, das ist krank. Das ist ein guter Call, habe ich auch überlegt. Ha, sowas hatte ich auch überlegt.
Leon mit einem Follow, Piavo mit einem Follow. 3 Subs sind nochmal reingekommen. Luis, Seronix und Dawn. Alle mit einem Ehrenmann-Sub. Kuss geht raus, dankeschön für die Subs. Ja, Freunde, wir haben, das ist der krasseste Monat von den Subs her auf jeden Fall auf YouTube. Wir haben fast 2000 Subs auf YouTube, das ist geisteskrank. Ich streame auch nur noch in Sub-Modus, ich will mir diese ganzen Kopfschmerzen nicht mehr antun. Also, falls ihr Sub werden wollt, könnt ihr gerne, für 2 Euro, glaube ich, geht das hier mindestens. Ja, unter dem Link. Pelé gegen R9, Zidane gegen Lahm, Garrincha gegen Mbappé. Sagst du? Zidane gegen Lahm. Du scheiß Knecht, ich spiele doch keinen von beiden, ich spiele doch Lahm gar nicht. Wenn er das jetzt nicht liest. Du hast es gerade 40.000 Mal reingeschrieben und du hast es aber falsch, weil ich gar keinen von beiden habe. Du meinst, glaube ich, Vieira. Ne, du meinst Lahm für Vieira. So meinst du das. Zidane und Hullet, Junge. Ach so, das meinst du. Ich habe nicht 2K auf YouTube. Was? Dominik mit 5 Fragen. Kommt deine Freundin aus der Schweiz und wenn ja, aus welcher Stadt? Meine Freundin ist halb Schweizerin und halb Griechin. Ich weiß nicht, aus welcher Stadt sie kommt. Ich weiß, dass sie aus Griechenland, aus Paga kommt. Weiß nicht genau, was das ist. Vielleicht kennt es ja ein paar Griechen. Schweiz weiß ich nicht. Einfach Walker gegen Maldini. Ja, das ist auch ein Call, Chat. Das ist auch ein Call. Freunde, für den Support hier bei 20.000 Zuschauern fast auf dem scheiß Mittwoch um 23.30 Uhr mache ich ein Giveaway. Sag ich euch ganz ehrlich. Für den Support könnt ihr jetzt hier eine PSN oder Xbox-Card gewinnen. Morgen gibt es einen Reward-Stream, Freunde. Wir machen heute noch ein bisschen was im Stream. Wir sind so bis 1 Uhr morgens online. Wo ist Nightbot? Morgen werden wir 13 mal Top 200 Rewards öffnen. Es haben sich 13 Top 200 Spieler bei mir gemeldet. Ich werde von euch auch noch ein paar Rewards wahrscheinlich aufmachen, wenn wir die Zeit dazu haben. Ja, damit ihr das mal gehört habt. Wir gehen online von 10 bis 14 Uhr morgen oder 10 bis 13.30 Uhr so in der Art. Um den Dreh. Jetzt machen wir erstmal ein Giveaway. Das war's mit Rang 1. Warum? Habe ich nur bis 0 Uhr Zeit? Frede? Mit dem RTG-Account bis 0 Uhr? Ihr müsst, Freunde... Nein, bis... Nein, nee, alles gut, achso. Okay, ihr müsst, Freunde, ein Like auf dem Stream da lassen, diesen YouTube-Kanal hier abonnieren, mir auf Instagram folgen und Hashtag achso in den Chat. Dann seid ihr beim Giveaway dabei. Ich mach kurz hier den Bunker auf. Wir speichern. Auf Insta heißt es so, ihr Freunde, da haben wir bald die 200k. Also auch abgesehen vom Giveaway könnt ihr da mal reinfolgen. Bald haben wir da die... Ich denke mal Ende der Woche werden wir da... Was denn heute? Heute ist Donnerstag. Ja, also so Montag wäre schon cool, wenn wir am Montag die 200k haben. Eigentlich brauche ich ein Bild dafür. Habe ich aber irgendwie nicht. Achso. Thanks for 200.000 Subscribers on YouTube. Thanks for the support, man. Es war gar nicht so lange her mit den 100k hier. 100k haben wir geknackt vor 25 Wochen. 25 geteilt durch 100 geteilt durch 25. Perfekt. Ne, ist mehr Zahl schon. 4. Irgendeine. Doch. Ne. Was? Doch. 4. 4. 4.000 Abonnenten pro Woche machen wir im Schnitt. Perfekt. Wollt ihr mal das RTG-Team sehen, Freunde? Von mir und Sydney? Sydney hat da ein bisschen rumgemanagt. Ich kann euch so viel verraten, wir spielen mit Jordan in der IV, wir spielen Dembélé weiß ich, Jordan weiß ich, Rodrigo weiß ich. Ich sag dir mal das Team, ich hab vorhin reingeschaut, mal gucken, ob ich meine Jungs kenne. Im Tor haben wir den Gulasch, würde ich mal so behaupten. Im Tor haben wir den Gulasch, IV haben wir Jordan und Klostermann, RV... RV war irgendwas aus einer anderen... Ja, ne, warte. Chill. Im Sturm St. Maximilian, Rodrigo, Goretzka. Achso. Ja, Goretzka. Elias und Sydney. Hoffentlich bin ich da noch angemeldet. Ah ja, ich kenne meine Jungs nicht so gut, Freunde.
Ja, es ist gerade ein Giveaway am Start. Nicht wundern an die Neuen. Ihr könnt eine PSN oder Xbox-Card gewinnen. Ihr müsst nur diesen YouTube-Kanal hier abonnieren, Like auf den Stream da lassen und ihr müsst Hashtag Achso so hier schreiben. Genauso. Nicht mit zwei O's, nicht mit drei O's, nicht mit zwei S's. S? Was ist die Mehrzahl von S? Essen? LOL? Was ist die Mehrzahl von S? Scheiß drauf. Weiß ich nicht, ist mir auch zu anstrengend. Auf jeden Fall müsst ihr so hier schreiben, ihr Knechte, und auf Insta folgen. Und der Nightbot nimmt euch nicht auf, wenn ihr diesen YouTube-Kanal nicht abonniert habt. Das sage ich jedes Mal. Ich mache jeden Stream ein Giveaway. Okay, Chat? Jeden Stream. Und es sind immer wieder Leute dabei, die das so mit zwei O schreiben, die nicht diesen Kanal abonnieren, dann nimmt euch der Nightbot nicht auf, Leute. Dann nimmt euch den. Ich muss ein bisschen leiser sein, fällt mir gerade auf. Damit nicht mein Stream ist offline. Oh, schau. Ich dachte, mein Vater hat den Stecker gezogen. Da war gerade so ein Dingszeichen und es war alles ganz ruhig gerade. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, Eli Geller hat eine Mahnung von seinen Nachbarn bekommen. Also so rein rechtlich auch. Ich werde bald angezeigt. Wegen Ruhestörung. Perfekt. Ich muss mich unter Kontrolle halten. Achso. Jonas mit einem Sub. Und Moritz mit einem Sub. Gut vorgelesen. Und Jonathan mit einem VIP-Sub. Und Ben auch mit einem Sub. Dankeschön nochmal hier für die Subs. Ja. FIFA Ultimate Team Items. Mann, ich habe gar keinen Bock in Division 1 mit dem Team zu zocken. Denn lässt der Mann mich 7 Spiele jetzt machen. Ich quitte einfach alle 7. Weekend League ist ja ganz witzig. Aber Division 1, Digga. Ich mache das nur, weil wir wirklich am Anfang Coins brauchen und wir die besseren Rewards dann bekommen. Nur deswegen. Und ich sage dir ehrlich, wir müssen Coins nehmen, Friede. Wir müssen die Coins nehmen. Es ist kein Schwanz mehr was wert. Was wollen wir machen? Wir müssen die Coins nehmen. Jonas, danke schön für deinen Sub. Erstes Event sehe ich gerade. Beginnt in einem Tag und 19 Stunden. Herzlichen Glückwunsch. Komm mal hier. Elfriede RTG 1718, zeig uns mal die Jungs. Zeig mir, wie die Jungs aussehen. RTG-Account, bin ich aber gespannt. Division Rivals. In Division 1, Digga. Ist, glaube ich, aber gar nicht so schlecht. Adama, stimmt. Hector Bellerin, Adama und Sissoko, das waren die Spieler, die mir gefehlt haben. Und Rosson Lyon. Das sind hier die Super Subs. Alex Tixeira. Ich mache mir jetzt erstmal eine eigene Taktik, so sieht's aus. Mit deinen komischen Taktiken. Sydney, wenn du das hörst, mir gehört sehr offensiv. Ich spiele 4-4-2. Mir gehört 4-4-2. Zack. Ich mache sogar 3, damit ich nicht ausgekontert werde mit dem Team. Rodrigo im Sturm, maybe? Ne. Adama, St. Maximinin. Boah, das ist halt alles nicht so geil. Sissoko, Adama, bla bla bla. Jordan, ist Jordan bei uns Kapitän? Safe, ne? Hinten bleiben, Mitte abdecken. Abwehr überlaufen. Und da machen wir gar nichts. So. Okay, so sieht's aus, Digga. Das ist es. Das ist das RTG-Team. Damit werden wir. Wir werden es, glaube ich, schon ein bisschen upgraden. Also was ich sehe, ich bin Rodrigo nicht geil. Wir brauchen Rashford, wir brauchen ganz dringend Rashford. Das ist der wichtigste Mann. Sag ich dir so, wie es ist, Friede. Auch wenn du mich gerade nicht hörst. Waterford Jamaica nochmal mit 5 Euro. Hat mein Jürgen in sie reingehalten und gelacht, weil ich an dich denken musste. Danach ist sie gegangen, aber kein Problem. Es war mir... Ja, Dankeschön. Guckt euch das an, Chat. Ihr seht es mal wieder nicht. Das ist das aktuelle Problem bei meinem Gameplay. Wartet. Für diejenigen, die das nicht verstanden haben. Wenn ich streame, habe ich eine Leitung, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Wo ist jetzt hier? Ne, das war's nicht. Das ist es nämlich. Und jetzt muss die scheiß Cam weg. Guckt jetzt. Das ist nicht immer so, aber es ist so zu 70%. 12 Millisekunden, alles gut. 12 Millisekunden, okay. Das war ein gutes Spiel. Und dann schwankt es auf einmal immer so krass. Ich weiß nicht, was es ist.
Vorführeffekt. Ich schwöre, vorhin waren da 90 Millisekunden. Ich mache jetzt so lange, bis ihr das seht. Es ist ja aber auch, wie gesagt, es ist nicht jedes Spiel. Das ist jetzt ein gutes Spiel. Es ist nicht jedes Spiel, es sind so, weiß nicht. Und in-game fängt es dann, glaube ich, immer an, so ein bisschen rumzueiern. Vielleicht ist es ja auch mein Overlay. Aber wobei, jetzt ist die Uhrzeit, wo es eigentlich wieder gehen müsste, theoretisch gesagt. Scheiß drauf. Ich mache jetzt hier ein paar Siege. Ich schwöre, das ist Vorführeffekt. Na egal, Digga. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Wo ist denn mein Dings? Achso, hier. Sebes Alba. 7 Spiele muss ich machen, Sydney. Wir losen, Freunde, wir losen das Giveaway gleich aus in der 30. Ingame-Minute, würde ich sagen. Alle nochmal Support da lassen hier. Ihr könnt eine PSN oder Xbox-Card gewinnen. Hashtag Asso. YouTube-Kanal abonnieren, Instagram-Kanal abonnieren, dann seid ihr dabei. Das ist ein kranker Stream-Chat. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut läuft, ne? 20.000 Zuschauer. Obwohl CL war auch. Was war nochmal meins? 4-4. Ne, sehr offensiv. Water for Jamaica wieder mit 2 Euro. Für jedes Tor 1 Euro heute. Okay. Für jedes Tor 1 Euro, Jamaica. Okay, nach jedem Spiel. Aber wir sind Division 1. An alle, das hier ist eine RTG, Freunde. Das ist nicht mein Main-Team. Das ist mit mir und Sidney Friede, den Knechten, zusammen eine RTG. Wie viele Skillpunkte haben wir überhaupt? Guck mal hier, John Torunariga. Was ist denn los? Steck deinen Jürgen da rein. John, da musst du denn... Ist John beschnitten? Ich muss ihn mal fragen. Ich muss mal John fragen, ob der Mann beschnitten ist. Und warum hat der Mann die Binde nicht? Guter Ball, da. Andama? Den spiele ich zum ersten Mal, da bin ich mal gespannt. Warum bist du denn da? So. Oh! Das war eigentlich voll scheiße von ihm verteidigt. Es war nicht mal geplant. Oh, Rodrigo. Herr Schiedsrichter, zweimal im Foul, sagst du? Okay. Wer ist das? Leon. Okay, was ist denn los, Herr Schiedsrichter? Was ist denn hier los? Was ist denn los? Ja. Ist natürlich jetzt auch ein Unterschied erstmal, mit, wenn man vorher mit so einem Hullet gezockt hat und jetzt damit so einem Leon auf der 6 rumeiert. Wobei Leon noch ein guter Mann ist. John, mit deinem Puller. Beschnittener Puller reinhalten einfach nur. Die haben Angst. Adama? Gegen Bonucci. Ich zeig dich an, wenn du das Laufduell verlierst. Oh! Was habe ich gesagt? Los ich auf, 30. Minute, ne? Guter Ball. San Maximinin. Hat er nicht 5 Sterne, doch? Oh, super Bewegung. Rodrigo ist links, du bist ein Knecht. Aber Sidney, ich hab dir gesagt, wir müssen Rodrigo verkaufen. Der ist nicht so gut, Chat. Der war overhyped. Ich sag euch so, wie es ist. Der ist schnell, aber der ist voll unbeweglich und so. Der ist übertrieben unbeweglich, der Knecht. Oh, wer ist denn das hier? Jan. Heißt Jan Kloster? Heißt er Jan Klostermann oder heißt er... Wie heißt der Knecht mit Vornamen? Opa. Mann, Digga, ich kann nicht mal in den Chat gucken, wer gerade ein Giveaway ist. Abonniert meinen Kanal, scheiß Like-Geier. Rodrigo ist unbeweglich und knecht. Warum bist du denn da? Sieh mal keiner zu. Wer ist das? Hector? Aber wir haben ihn im Sack, Freunde. Wir haben Kollege Schnürschuh im Sack. Spielen und gehen, Adama. Oh, Leon Goretzka ist ja unbeweglich. Das habe ich gewusst. Hat er gut gespielt? Nochmal? Wie viele Minute? 27. Okay, ja. Ich drücke in der 30 Minute Stopp. Dann geht der Gegner Öl nochmal richtig rein. Das ist Punkt 1. Und zweitens, auf dem rechten, auf dem linken. Auf dem rechten, auf dem linken. Ha, John, warum bist du denn da? Warum bist du denn da? So, zieh bei der Kanne. Usman, machst du einen guten Laufweg? Nee, macht er nicht.
Aber Adama fühlt sich voll cool an. So voll beweglich und so. Guck mal, ich lob dich, du Knecht. So voll beweglich und cool. Nein, oh, der wäre so reingegangen, ich sag's euch. Achso, PS4, da, Digga, da verstehen schon wieder welche nicht. Wie in Fall Guys. Wer macht mein erstes Tor? Gib mir mal den Ball, Großer. 30. Minute, wir drücken auf Stopp. Opa! Rodrigo macht das erste Golasso. Gut. Also, wir losen aus, Freunde. Mitgemacht haben 2000 Teilnehmer. Perfekt. Ich gebe euch noch 10 Sekunden. Alle nochmal mitmachen. Diesen YouTube-Kanal abonnieren. Dann könnt ihr eine PSN oder Xbox-Card gewinnen. Ihr könnt dann euren Instagram-Namen reinschreiben. Auf Insta folgen, Hashtag Asso und Like auf den Stream da lassen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mr. Savage, der Allerechte. Gibt es nicht einen Fortnite Pro, der so heißt? Abonniert seit dem 27. September. Das ist ja extrem lange für meine... Ah, ne, doch nicht. 2020, perfekt. Das ist ein junger Lachs. Noch nicht lange dabei, der Kollege Schnürschuh. Schreib bitte deinen Instagram-Namen in den Chat, my friend. GG's. GG's. Hast eine Minute, um reinzuschreiben. Aber der Gegner spielt nicht schlecht, Chat. Das ist halt in Division 1 und die können alle den Controller auf jeden Fall richtig rumhalten. Zeit mal hier, Adama. Spielen und gehen. L3 anwählen und jetzt gehst du ab, Großer. Ach, Leon, ist ein bisschen lahmarschig, der Knecht. Ist langsam im Kopf. Der Mann ist langsam. Ja, alles gut, Digga. Guck mal hier. Mach dazu. Mach dazu, Großer. Ja, was ist denn los? Klostermann steht doch da. Guck mal hier. Machst du zu, Jordan. Ja, alles gut. Hast du gesehen. Wir sind in der Druckphase. Abblocken. Schöne Sache, Großer. Vamos. Vamos. Komm ich für dich. Mann, Digga, den hat ich doch jetzt dabei gehabt. Zack. Junge, dieses scheiß Pressing fuckt mich immer so krass ab. Okay, du musst deinen Instagram-Namen reinschreiben, my friend. Mr. Savage. Dann gucken, jo. Oh, oh. Jordan? Oh, super Sache, Großer. Opa. Komm, 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 Usman. Schön, hab ich zwar nicht so gemacht, ey. Leon Goretzka gefällt mir nicht, wenn du mich hörst. Leon Goretzka gefällt mir nicht. Oh oh. Der Mann macht Druck. Okay. So. Bunker wieder zu, dann kann ich den Chat lesen. Ja, Freunde. Wir führen 1-0. Das sind 7 Spiele, Mann. Das ist viel zu viel, Sydney, Mann. Du knechst mich. Sag mir sowas doch. Weiß ich nicht. Division. Wir müssen doch. Rang 2 ist doch, sind doch auch gute Rewards. Rang 2 sind auch super Rewards. Abgesehen davon wird es immer schlimmer mit den Punkten hier. Ich bin da. John, ey, John spielt gut. Was ein Ball, Digga. Oh, was? War so schön gemacht. Achso. Ey, das war so schön gemacht von San Maximinin. Klostermann ist da mit 84 Pace. Oh, das macht er gut. Rossignol, wer ist das? Son?
Wer war denn das? Ciao, Felix. Ciao. Nicht so laut, Großer. Du hast recht, mein Friend. Ihr müsst mich immer daran erinnern, Freunde, dass ich nicht so laut sein darf. Jetzt real talk. Ich krieg, also, es ist echt sehr, sehr angespannte Situation. Mit mir und meinen Nachbarn. Oh. Oh, ich war Papa. No. Timur Connor. Oh, ist wunderschön. Ist Sydney hier im Chat, Digga? Ich muss mit dem Mann reden. Rodrigo gefällt mir nicht, obwohl er 2 Tore gemacht hat. Water for Jamaica, wieder mit 1 Euro. Achso. Mach nach dem Spiel, da muss ich immer 1 Euro. Nicht mehr lange, dann braucht er 3 Minuten, um San Maximin, um Maximinin auszusprechen. Ich nenne ihn aber so, er fühlt es, wenn ich ihn so nenne, Chat. Ihr versteht das nicht. Ich und er kennen uns schon super lange. Sand. Sand und ich kennen uns schon super lange. Damals, Freunde, haben wir uns kennengelernt, weil wir auf das gleiche Mädchen damals gegeiert haben, auf einer Party. Ist er zu mir gekommen, meinte, hey Großer, kannst du mir mal die Bühne überlassen? Ich sag dir ganz ehrlich. Hab auch ein paar Snaps bekommen vor der Party. Meinte, echt, was denn? Und so, Mensch, ja. Will jetzt nicht so viel verraten, aber da hat man schon den ein oder anderen, die ein oder andere Milchtüte gesehen. Meinte, achso. Weil er hat auch welche bekommen. Meinte ich, ja, hör mal, Großer, ist nicht so schlimm und so, ich überlasse dir das. Und da, so haben wir uns halt kennengelernt, Freunde, auf einer Gartenparty. Mit Stroh 80. Habe ich San Maximilian mit Stroh 80 gesehen. Zum ersten Mal. Richard fehlt im Team. Sydney hat Richard verkauft. Er ist so ein Knecht, dass er Richard verkauft. Ich werde mir den safe kaufen. Auch wenn er es nicht will. Ist mir doch egal. Der Mann wird spielen. Nur weil Sydney keine Beziehung zu ihm hat. Er schätzt ihn gar nicht. Klostermann macht einen richtig guten Eindruck, ey. Weil der ist so fett auch irgendwie. Also so stabil. Aber auch krass schnell. Fühlt ihr mich? Lauf doch mal, du Knecht, Adama Traoré. Nicht nur immer so dumm zum McFit-Studio rennen, sondern auch einfach mal... Hat der 4 Sterne Skills? Naja, komm, Usman. Das kannst du doch besser, Großer. Guck mal hier, Jan. Ey, ich hoffe, der heißt Jan. Guck mal hier. Pupp. Torwart gesteuert, was ist denn los? Tiag mit 2 Euro. Kannst du bitte Nathan Jefferson Sapong grüßen? Ich grüße dich, Nathan Jefferson Sapong. Guck mal jetzt hier. Guckt jetzt L3 an. Nein. Oh, ich habe den falschen gespielt. Perfekt. Usman? San Maximinin gefällt mir richtig gut. Der ist voll wuselig. So glitschig irgendwie. Guck mal, wie glitschig der da oben ist. Okay, zu verspielt. Ach, komm. Musst du früh aufstehen. Okay. Guck mal hier, nicht gegen John. Der hat eine beschnittene Eichel. Klosi und Alama sind die Besten. Ja. Ich finde St. Maximinin auch cool irgendwie. Der macht Spaß auf jeden Fall. Und wir müssen uns auch über die Trikotauswahl nochmal unterhalten. Mit Heike. Die wäscht die Trikots bei uns, Freunde. Wir haben noch keinen Sponsor. Das Ayild ist bis jetzt unser Sponsor. Aber ich habe einen Kumpel, der meinte, der kann da noch was klären. Sein Onkel arbeitet nämlich in so einer Firma, die neu ist. Und die Elevate soll ja unsere neue Sponsor werden vom RTG-Account hier. Ich weiß aber nicht, ob wir das durchkriegen, Freunde. Weil der Präsident ist so ein ganz komischer bei uns. Frieda hat auch immer so ein paar Probleme mit denen gehabt. Gab es irgendwas mit der Tochter vom Präsidenten, Freunde? Frag mich auch nicht was. Frag mich nicht was. San Maximinin. Opa! Ey, warte mal, ich will jetzt hier nicht... Wir haben hier das organisiert bekommen, jetzt kriegen wir das auch beendet. Jordan, nicht nach vorne rennen, Großer. Guck mal hier, spiel doch mal den einfachen Ball. Spiel doch einfach mal den einfachen Ball. Weil einfach ist.
Sisoko mitnehmen mit 25 cm Puller. Ja, was denn? Die duschen alle mit Unterhose. Russland ja auch. Bei uns dürfen die Schwarzen dürfen bei uns nicht ohne Unterhose duschen, Freunde. Sonst kommen sich die Weißen alle dumm vor. Was glaubt ihr, was Leon da unten immer sagt, Freunde? Kam letztens zu mir, Leon. Hat gesagt, hey Trainer, hör mal. Ich kann das nicht und so. Und Leon. Leon ist ein ganz großes Problemkind, Freunde. Und Rodrigo. Rodrigo hat den kleinsten aus der ganzen Mannschaft. Deswegen hat er den Ball auch hier gerade verloren. Ach nein. Aber Jordan kann das. Guck mal hier. 25 cm Bunde. Reinhalten. Klostermann. Oh. Und ach, Dembele, warum bist du denn so nervös? Herr Schiedsrichter. Ja, danke schön. John, ein bisschen lost. Na geht, ich finde, er hat ganz gut gespielt eigentlich, John. Alles mit 3 Euro. Jo, Eli, kleine Spende nachträglich zu meinem 19. Geburtstag. Viel Glück weiterhin mit deiner Freundin. Wann kommt wieder Stream mit Ernemo etc.? Kannst du noch Luca den Einkauf grüßen? Wuselige Grüße aus Dortmund PS. I really appreciate it. Dankeschön für 3 Euro. Und Dankeschön für den Support. Alles Gute nachträglich zu deinem 19. Geburtstag. Und es werden Streams kommen, vielleicht sogar diese Woche schon mit Mo und Erne. Wir wollten das diese Woche machen, aber die haben gesagt, die wollen sich konzentrieren und keine Ahnung was. Knäschte halt. Aber wird auf jeden Fall wieder kommen. Da mit 2 Euro, kannst du bitte Damian Fadlic grüßen. Damijan Fadlic, ich grüße dich. Stylex mit einem Follow. Paul Kopmann, Fabian, danke für die Follows. Winterspeck mit einem Sub. Dankeschön für den Sub. 1917 Skillpunkte hat der Knecht. 1 von 7. Mein Digga, geh mir nicht auf den Sack, Sidney. Was ist denn hier los? 5 Partien übrig. Wie soll ich denn 7 Spiele machen, wenn ich nur noch 5 Spiele übrig habe? 5 muss ich noch. Ich muss jetzt noch 5 machen. 5 muss ich machen. Hast du es gerade gesehen? Gewinnspiel wurde schon aufgelöst, mein Freund. Mein Manager, warum ist denn der Mexikaner bei uns hier Trainer? Kannst du mir das mal erklären? Jessica Gangkamp, 77 Pace. 2 Sterne Skills. 2 Sterne Skills. Also, Pitu. Hat das hier irgendwelche Bedeutung oder ist es random? Achso. Osterhage. Malte mit 2 Euro. Dankeschön für die 2 Euro. Warum spielst du nicht selber? Sydney hat schon gespielt. Ja, 5. Sydney hat schon. Oh, guck. Und jetzt ist es schon wieder nicht da. Cam-Rahmen weg. Cam-Rahmen. Wo ist Cam-Rahmen? Cam? Ich knechte, ich schwöre, da stand gerade 60 und dann 90 Millisekunden. Und jetzt wieder 14. Es ist Vorführeffekt. Scheiß drauf. Manchmal ist es so. Ich habe das Gefühl. Okay, warte. Ohne Keim ist entspannter. Ja, oder? Ohne Keim ist echt entspannter. Ach, wir spielen das jetzt hier. Ist mir echt viel zu blöd. Genießt meine Stimme, Chat. Hallo? FC Schofield. Langsam glaube ich, Eli. Doch, ich schwöre, das ist so. Ich schwöre auf meinen Tod. Da stand. Wir werden das noch schaffen on stream. Wir werden das noch schaffen. Waterfall Jamaica wieder mit 1 Euro. Jenny Dirks, Xpop 100 und Limpinator 97. Dankeschön für die Follows. Was geht, Bruder? Nichts, mein Freund. Wir spielen hier gerade auf dem RTG-Account. Keine Ahnung, Sydney zwingt mich hier zu spielen, damit wir gute Rewards bekommen. Problem ist, wir sind mit einem nicht so guten Team in Division 1. Und wir spielen gegen jemanden, wo seine PSN-ID heißt, ich ficke jeden. Das kann ja nichts werden, Chat. Seine PSN-ID heißt, ich ficke jeden. Ich wollte Adama spielen. Guckt jetzt. Ich ficke jeden heißen. So, bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Aber Klostermann ist da. Das ist momentan. Also wenn mich jemand fragt, hey, wie stellst du dir so einen richtig ungechillten Mittwochabend vor? So, dann würde ich sagen, Digga, ich würde schon nicht viel spontan mir einfallen, auf so einen Punkt 0 Uhr gegen jemanden in Division 1 zu spielen, auf einen Mittwoch, wo die PSN-ID heißt, ich ficke jeden. Das würde ich, glaube ich, so schon. Das wäre schon ziemlich weit oben in der Liste. Sagt er, ja, hör mal, Großer. Ist aber hier kein Wunschkonzert. Guck mal hier, was ist denn los? Oh!
das Problem ist, ich muss mit den Knechten so ran, so nah ans Tor ran mit Dembélé und so, weil die nicht so gut schießen können. Rodrigo kann, glaube ich, aufs Tor zwiebeln, aber Dembélé nicht. Guck mal hier, Rossignol. Die haben alle, Sydney hat safe nach Pullern eingekauft. Ich lüge nicht, die haben ja alle einen riesen Schlong in der Hose. Guck dir das mal an, Sissoko, guck mal hier. Sissoko, John. Was ist denn los? Zieh mal die zu. Klostermann hat einen ganz kleinen und Hector, Freunde, hält sich ganz bedeckt immer bei dem Thema. Geht nie so zur Physio und sagt, er hat Leistenprobleme, auch wenn er richtig krasse Leistenprobleme hat. Weil die fragen den dann immer so in der Runde, ja, wer hat denn den kleinsten und so, und dann meinte die Physio, ja, keine Ahnung. Es gibt so ein paar, die reden nicht so gerne darüber. Ach, der hat ja 3 Sterne, oh mein Gott, ich mache La Cruqueta, er hat 3 Sterne, Sydney. Er ist so schlecht, Rodrigo, wir können mit denen nicht spielen, was soll ich dir erzählen? Ich will La Cruqueta machen. Herr Schiedsrichter? Gut gesehen, er hat 4. Hä, wirklich? Ich nehme alles zurück. Ja, ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich mit den Jungs ein bisschen umgehe. Vor allem, wir müssen mal hier ein paar Tore machen, Chat. Jetzt alles für die Galerie hier gerade, was wir machen. Das hat keine Zukunft. Okay, Digga, ich hab doch gesagt, er hat 4 Sterne. Ich weiß nicht, was ich jetzt hab. Ah, Ecke? Nee, nicht mal Ecke. Rodrigo ist eine Maschine. Der hat nur 79 Dribbling-Chat. Ich finde das nicht so geil. Ich finde 79 Dribbling nicht so geil. Und der ist Linksfuß, oder? Rodrigo ist, glaube ich, Linksfuß. Junge, ich press den jetzt. Komm mal ran, Großer. Na, das hat er gewusst. Er ist ja super nervös. Eli 4K geknackt. Bei deiner Insta-Seite GG, mein Freund. Die ganzen Insta-Seiten gehen generell so ab, Chat. Das ist der Wahnsinn. Diese ganzen Eli Geller-Fan-Seiten, die haben so viele Follower. 17 Mal versprochen gerade. Die haben so krass viele Follower alle. Das freut mich. Freut mich für euch. Hector. Zack. Ja, du hast einen kleinen Puller, aber du kannst damit umgehen. Es geht nicht nur um die Größe, mein Freund. Er hat Teampressing angemacht. Es geht nicht nur um die Größe. Jordan? Richard muss in den Sturm. Ja, ich bin auch für Richard. Ich hole Richard auch nach dem Spiel. Safe, hundertprozentig. Sydney kann nur nicht mit ihm umgehen. Und ich weiß auch nicht, ob Dembélé so gut ist am Anfang, weil Sydney, er ist nicht mal da im Chat, ich rede die ganze Zeit mit ihm, aber er ist nicht mal da. Der Kollege hat nicht so einen guten Abschluss und wir brauchen jemanden, der rein die Dinger reinzwiebelt. Er ist zu teuer für unser Budget am Anfang, meiner Meinung nach. Wir brauchen Rashford, unbedingt. Junge, wenn man den hat, ne? Wenn man den Mann hat... Ist auch normal, dass sich ein Rodrigo kacke anfühlt, wenn du vorher Neymar Mbappé und Krisch berühmt bist. Ja, das stimmt. Aber er hat halt, ich habe von vielen gehört, dass er nicht so gut sein soll. Die meisten sagen, dass Rashford der krasseste ist, so für normale, sage ich mal, die normalen Budget haben. Kann ich mir auch vorstellen, er hat 5 Sterne Skills, er hat einen guten Schuss, er hat 4 Sterne Weakfoot Manage. Was jetzt nicht so krass wichtig ist, diese Weakfoot, aber ist schon... Guck mal da oben, Adama. Wenn der ankommt, bist du ein ganz großer. Ja, bist ein ganz großer. Hä? Ich presse ihn wieder. Ja, okay. Mach mal deine Zirkusaktion da. Torwart fangen. Okay. Hoch. Hoch gewinnt ein Aal. Ach, ich bin doch da in der Abwehr.
Ich ficke jeden. So. Vorne. Jan Klostermann hat eine Idee. Ich weiß nicht mal, ob der Jan heißt. Oh! Division 1 ist das, Freunde. Mit dem Team. Sydney hat schon echt viel gespielt, der Knecht. Weekend League ist 1000 einfacher als Division. Ah, da denken wir mal welcher. Oh, kurze Ecke. Nein, der wäre reingegangen, safe. Mit einem guten Spieler, mit einem guten Schussspieler. Hätte lange Ecke, aber ich glaube, der hat zu wenig Effekt. Lukas Klostermann heißt der. Ach so, der ist Lukas. Water von Jamaica, wieder mit 2 Euro. Grüß mal Ada, den Knecht. Ada, grüß dich. The Venom X mit 2 Euro. Welche Kameraeinstellung spielst du? 20-0. Höhe 20, Zoom 0. Jona mit einem Follow und Furkan mit einem Follow. Danke nochmal für die beiden Follows, Chat. Ich weiß gar nicht. Ah doch, ich kann es ja hier nachgucken. 13.000 Likes auf dem Stream. Hilfe. 15.000 wäre Ehre, wenn wir das knacken. Normaler Rashford kostet 193.000. Boah, alter Schwede. Das ist schon echt nicht ohne. Aber der ist halt echt gut. Das ist schon nicht schlecht. Wir sind, Freunde, mir fällt gerade auf, wir sind in 10 Stunden wieder online beim Reward-Stream. Ich hoffe, ihr schaltet dann morgen auch wieder alle ein. Hol Krieg. Wir können Krieg nicht holen. Wir haben nur 200.000 oder so. Das wird ein RTG, Freunde. Und diesmal werden wir es anders angehen als letztes Jahr. Weil dieses Mal ist es wirklich cool, so einen RTG-Account zu haben. Da kannst du auch mehr spielen. Aber am Anfang, so die ersten Wochen machen nicht so Bock. So nach einem Monat ist es okay, weil du dann schon wirklich ein ganz gutes Team hast. Es geht ja jetzt auch schon klar, finde ich. Aber es ist halt so, keine Ahnung, macht nicht so viel Spaß. Soll ich ihn pressen? Boah. Hat er gut gespielt, der Mann. Hat er gut gespielt. X-Ray mit einem Sub, dankeschön. Was sagst du zu Ronaldo? Cristiano Ronaldo ist ganz, ganz brutal. Krisch ist ein richtig guter Mann. Dieses Jahr ist er wieder auf jeden Fall spielbar. Letztes Jahr war das ja komplett Quatsch, Freunde. Warte mal, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Letztes Jahr war das ja komplett Quatsch. Aber ich muss ja nicht mal gewinnen, ne? Theoretisch gesehen. Ich muss nur die Spiele machen, um eingestuft zu werden. Na. Ist voll kacke ohne 5 Sterne Skiller. Ich kann aber gerne Elastikos machen. Es fällt mir jetzt erst auf, wie viele man macht. Hector, guter Balleroberer da. Schick mal Usman. Läuft nicht. Achso. Nein, oh, wie krass geklärt. Promise Video wird zu seitlich sein. Nein, der meint zu mir, ich muss einfach nur die 7 Spiele machen. Man wird, glaube ich, gar nicht eingestuft, soweit ich weiß. Also ein bisschen macht es schon was aus, aber ich glaube nicht so viel. Bailey für St. Maximilian? Nee.
Eisdiebler Pablo, danke schön für deinen Zeit. Wann kommst du mal nach Köln? Ich bin sogar relativ oft in Köln. Wegen geschäftlichen. Aber jetzt wegen Corona und so nicht mehr so oft. Logischerweise. Der sitzt. Oh. Oh, er ist sogar, bleibt sogar am Ball. Oh mein Gott, ey. Und sogar hier wirst du ausgekontert. Aber das ist Saar, Digga. Der ist Rechtsverteidiger. Okay. Pommespanzer mit einem Follow. Dankeschön für dein Follow. Hallo YouTube. Danke dir auch für dein Follow. War das Saar? War das der Außenverteidiger? Ach, ist rechtes Mittelfeld. Es gibt aber auch einen von Bayern, oder nicht? Der heißt irgendwie auch so. Schwöre und verdienen. Wir holen uns Richard danach, Freunde, dann ist alles super. Nein. Digga, wie der um sein Leben ölt. Wir sind hier im Division Rivals, du Knecht. Ach ja, da ölt man ja auch. Aber nicht so wie in der scheiß Weekend League. Alex Teixeira. Hier ist noch was drin, Freunde. Doch nicht. Hier kommt irgendeine dicke Spende rein. Folgendes Gaming mit 27 Glocken. Ach, Jordan. Mit 27 Euro. Na, wo sie kommt, bin wieder da mit deiner kleinen Spende. Viel Erfolg noch. Dankeschön, mein Freund. Du brauchst aber nicht so viel spenden. Du brauchst nicht... Ach ja, ich muss leise sein. Du brauchst nicht so viel spenden, mein Freund. Kuss geht raus für 28 Euro. Du hast letztens auch schon so viel gespendet. Vielen lieben Dank für den Support, mein Freund. I really appreciate it, man. I really think so. Hol den Ball, Großer. Hol den Ball, Großer. Und jetzt machen wir hier nochmal alles nach vorne. FC Schofield. Wir machen mit Angreifen, mit Angreifen. Was war denn das für ein Schuss? Nee, Pressing nach Ballverlust. So, machen wir das einfach mal. Wann kommst du nach Köln? Das dauert, my friend. Das dauert. Defesemp-Art mit einem Sub und Dome Rage mit einem Follow. 14.000 Likes geknackt, dankeschön für den Support. Wir sind noch bis 1 Uhr nachts online. Zieh mal deinen Alkoholbrille an und spiel weiter, wenn du Eier hast. Ich habe mal gegen Benji mit Alkoholbrille gespielt und habe sogar so ein Tor gemacht. Jetzt habe ich ihn. Nein. Das wäre so geil, wenn ich das noch ein Tor mache. Guck mal, wie der ölt! Oh, wo bist du denn da? Ich darf nicht nach hinten. Oh mein Gott! Ah, schade. Digga, hat der Mann schon wieder 28 Euro gespendet? Okay, dann letzte Spende dann heute. Ah, gönn dir. Digga, nochmal mit 28 Euro. Was ist das denn? Kuss geht raus. Ich darf nicht so laut sein, weil ich wirklich, also ich habe eine Mahnung bekommen von meinem Nachbarn, ich darf auch nicht so laut reden. Kuss geht raus für 28 Euro nochmal, mein Freund. Dankeschön für den Support. Dankeschön für den Support, mein Freund.
Herzlichen Dank. Gruß geht wirklich raus, weiß ich sehr zu schätzen. Weiß ich sehr zu schätzen. Josef Steinkampf, Dankeschön für dein Follow. Wir sind noch eine junge Truppe. Ich finde aber, es ist voll schwer mit denen so Chancen zu kreieren gegen etwas bessere Gegner, finde ich. Also du musst halt wirklich eine 100%ige haben. Weißt du, was ich meine, Friede? Ich hole jetzt Richard Richardson. Obwohl, es geht gar nicht, Mann. Ich finde das Team nicht cool. Wir machen das morgen. Wir müssen uns da nochmal ransetzen, sage ich dir ganz ehrlich. Dembélé ist viel zu teuer für das, was wir momentan haben. Wir müssen alles verkaufen und Rashford holen. Wir müssen einfach eine Liga machen oder so. Keine Ahnung. Das ist Quatsch. Man muss sich so richtig um sein Leben verölt nach vorne spielen und das richtig vor dem Tor kombinieren. Ist halt kacke, wenn man so Ronaldo und so gewöhnt ist. Von denen, du kannst halt von überall schießen, so gefühlt. Guck mal, was ich halt cool finden würde, warte mal, was kann man denn so machen? Gomez ist, wir brauchen auch eine geile Abwehr, Mann. Das ist nicht, die sind nicht mal teuer, Mann. Aber du willst ja unbedingt John spielen, ne? Rashford und dann mit Giroud und Gündogan, sagst du. Digga, wir bekommen doch morgen Division Rivals, so. Aber damit, sage ich, wird es sehr ekelhaft. Sobald einer ein bisschen zocken kann, der gerade war nicht mal wirklich gut. Das war ein typischer Division 1 Spieler einfach, aber der war nicht mal richtig gut. Junge, und man muss sich so krass konzentrieren halt. Die haben halt alle eine geile Abwehr, ist das Ding. Die haben alle Gomez, Semedo und so. Haben die schon. Gib mir mal den Ball, großer. Kevin Trapp, der kann das. Oh, oh. Ey, ich schwöre, ich habe nach vorne gespielt. Wir sind noch eine junge Truppe. Die sind alle noch so verwuselt. Oh. Guck mal, da oben ist San Maximinin, aber ich kriege ihn nicht rüber, glaube ich. Road to Glory, kein Geld ausgeben. Ja, wir stecken da auch kein Geld rein. Wie war das ein Abstoß? Wir werden da ja auch kein Geld reinstecken. Boah. Boah. Junge, kommt mal raus da. Hat er Richard geholt? Nein, wir können ihn nicht einbauen. Wenn ich mir jetzt Richard hole, das funktioniert nicht mit der Chemie. Wir müssen das ganze Team abändern. Folge jetzt Gaming schon wieder mit 28 Euro. Ah, okay, letzte Spende, dann jetzt viel Erfolg. Digga, hör auf jetzt zu spenden die ganze Zeit, Junge. Die ganze Zeit mit seinen 28 Euro, es reicht. Es reicht. Dankeschön. Und Sissoko finde ich voll kacke, voll unbeweglich. Du kannst einfach mit denen nichts nach vorne machen. Das ist ja viel schlimmer als Vera. Adama, Kollege, den musst du doch nur rüberbringen. Junge, dieses Teampressing. Ich mach das jetzt auch, du Knecht. Kann John so ein paar spielen? Oh mein Gott. Digga, wie geht der nicht rein, Rodrigo? Du bist doch Linksfuß, großer.
Digga, ich kann so. Der Mann hat schon wieder gespendet. Der Mann hat schon wieder. Ich kann. Eine geht noch. Digga, der Mann hat einen richtigen Dachschaden. Die Jungs sind noch nicht gallig. Adama! Es macht gar keinen Bock, mit denen nach vorne zu spielen. Das ist voll anstrengend. Das ist so, also gegen ein bisschen bessere ist es nervig. Gib mir mal Dembélé da hinten. Okay, dann halt nicht. Chat, ich gehe gleich wieder auf den Chat ein. Ich will hier aber kurz mein Tor machen. Das ist eine Herausforderung irgendwie auch. Aber macht sogar Spaß, finde ich, einigermaßen. Muss ich ganz so überlegen, was man jetzt spielt. Hier, der kann doch ein Elastico. Ja, hier, was denn? Oh. Junge, was das für ein Unterschied ist, ihr merkt es, ne? Wenn man so ein 5-Sterne-Skill hat, was du so da außen machen kannst. Da hat man so viel mehr Optionen einfach mal. Oh, und jetzt kriegst du wieder so einen scheiß Dreckskonter. Ah. Digga, niemand ist gelaufen, Alter. Die sind auch alle so voll dumm im Stellungsspiel. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hatte so viel Platz, einfach kein Schwanz ist gelaufen. Oh. Mitte? Elva, oh mein Gott. Hey, hab ich was verpasst? Ne, wir spielen hier gerade mit dem RTG-Account. Ein bisschen Division Rivals, Division 1. Oh. Digga, der Mann versteht's, glaube ich, nicht. Achso. Hat er abgepfiffen oder war das aus? Das weiß man im FIFA 21 mal nie. Digga, der Mann spendet wieder mit 28 Euro. Okay, jetzt wirklich allerletzte Spende. Ha, ist schon schlimmer als bei den ist schon schlimmer als ein Dachschaden. Digga, das ist wirklich schlimmer als ein Dachschaden. Was ist das? Junge. Der hat jetzt hier gerade 4 oder 5 mal 28 Euro rausgehauen. Kuss geht raus, mein Freund. Trompete mitten im Sub. Dankeschön für den Sub. Ehrenmann in den Chat, Freunde. Der Mann hat dir gerade so viel Kohle dagelassen. Vielen lieben Dank für den Support. Dauert. Das war ein guter Pass. Ach man, Digga, ich hab keinen Bock, Sydney. Division Rivals hier 1 zu spielen. Ich mach das einmal nur. Division 1, Digga, mit dem Team. Kurz vor der WL. WL mache ich, aber das ist doch kacke, Digga. Drecksschwitzer. Danke, Paul. Achso. Oho!
Digga. Hallo, oh mein Gott, der Billy, wieso gehst du nicht hin? Hallo, oh Gott. Also ich will nicht mit Hector Bellerin spielen, ich möchte nicht mit Rodrigo spielen, ich möchte nicht mit Dembélé auch eigentlich spielen. Und ja, wenn wir was reißen wollen, können wir auch nicht mit, na kommt drauf an. Wir brauchen in der Offensive, wir können nicht viel, ich kann auch nicht viel 4-2 spielen mit so einem Schmutzmittelfeld. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir da machen sollen, mein Freund. Wir haben halt keine Coins. Ey, das ist schlimm, wenn man. Wir haben. Der Mann möchte ein komplett neues Team. Ich möchte, Digga, wir können keine Experimente machen. Wir müssen eine Liga machen, gefühlt. Oder zwei, oder ich weiß nicht genau. Ich möchte auf jeden Fall, Digga, Usman Dembélé spielt im Sturm und der kostet 40.000 oder so bei uns. Das Geld, wir müssen das in die Abwehr kloppen oder so. Das ist viel zu teuer für. Der bringt uns nicht so viel. Wir brauchen eine gute Abwehr. Oh mein Gott, Digga. Eli auf so einen hohen Ross. Ja, ich bin ein bisschen besserer Spieler geworden. Achso. Simon, du kannst das sein. Gute Abwehrquizer kosten nicht mal so viel. Ja. Wir müssen halt hinten gut stehen. Das ist das Allerwichtigste. Sissoko weg, Leon Goretzka weg. Mal gucken, was man da so machen kann. Man muss sich da mal ein bisschen auseinander mitsetzen. Boah, der wäre eigentlich so gut gedacht. Klostermann finde ich sogar gut. Junge, der Typ, ne? Der haut schon wieder 28 Euro raus. Mach mal Verlosung auf Ehre, 20 Euro von dieser Spende und dann nimm auf Ehre Vollgeist Earning, wäre komplett Ehre. Schön, stimmt euch noch. Okay, wir machen, weil du die ganze Zeit gespendet hast, können wir gerne noch ein Giveaway machen, my friend. Wenn das dein Wunsch ist, ist ja dein Geld. Dann machen wir das gleich nochmal. Alaba, guter 20k kostet der. Ja. Wir werden dann nach dem Spiel hier mal ein Giveaway machen. Von dem Ehrenmann, der hier die ganze Zeit spendet, Freunde. Bedankt euch bei Vollgeist Earnings. Vollgeist Gaming. Was meinst du mit Earnings? Von mir die Earnings. Wir sind bis 0 Uhr online, Freunde. Kann auch nicht mehr.
Oh mein Gott. No. Oh, Leon Goretzka, Digga. Rechtsfuß. $12.30 perfekt. Was habe ich denn gesagt? Mir reichen auch 6,50 € für zwei Drafts. Digga, Drafts müssten. Obwohl, ne, wir haben ja gar keine Points. Eli ist schon über eine halbe Stunde offline. Was habe ich denn gesagt? Wir sind bis 1 Uhr nachts online. So, das weiß ich. Ihr Knechtgesichter. Oh mein Gott. Ja, John mag da manchmal echt komisch. Zaha, wie sieht's aus mit Zaha? Wie teuer ist denn Zaha? Das fuckt so krass ab mit diesen scheiß Emblemen, dass es die nicht gibt. Okay, Freunde, wir machen das Giveaway. Hä? Achso, hier. Wartet. Ihr müsst Hashtag Asso wieder in den Chat reinschreiben. Hashtag Asso in den Chat. Ihr könnt eine 20er PSN oder Xbox Card gewinnen. Bedankt euch bei Kollege Schnürschuh, der hier die ganze Zeit reingespendet hat. YouTube-Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Könnt ihr nochmal gewinnen. Ach, dieses Ausgekonter ist so schlimm, ey. Hilfe. Aber ich verstehe das nicht. Kann man nicht einfach auch abbrechen? Die ganzen Games? Das macht es echt schlimm, ey, mit den. Also rum zu. Ich möchte wieder. Hä, wenn man in Division 2 absteigt und dann wieder aufsteigt, kriegt man nicht dann wieder 50k? Oder ist es einmalig? Oder ist es einmalig? Junge, so ein Drecksteam, Sidney. Du hast schon wieder so ein Scheiß-Team da eigentlich zusammengebaut. Wir müssen ganz einfach denken. Ganz einfach denken. Wir spielen hier nur gegen so eine Scheiße. Son, Sané, Kanté. Die Abwehr fuckt halt, dass sie alle so eine gute Abwehr haben. Und wir dann mit unseren Drecksspielern rumkrepeln. Auch im Mittelfeld ist es bitter. Ey, vielleicht spielen wir ja gegen Benteke. Oder warum lässt ihr da Benteke spielen? Nimmi Bang mit 2 Euro. Edi, grüß mal Meli den Knecht. 679 represented. Meli, ich grüß dich. Dankeschön. 1 oder 2 in den Tag. 1 in den Tag, liebe Grüße aus Potsdam, falls du das kennst. Ich kenn Potsdam, dankeschön für den Euro. 1 in den Tag. Junge, das war so ein loster Stream, Hilfe. Weißt du, oh, ich konzentriere mich nicht. Weißt du, was ich machen muss? Wir müssen 4-2-3-1 spielen. Mit den ZMs 4-2-3-1. I really appreciate it. Abstoß? Really so. Vollgas Gaming schon wieder mit, Digga, der Typ, ne? Hier nur 21,90 €, dann habe ich genau 200 € donated, aber ist auch der letzte, dann wird es ein Best-of-Stream gemacht. Dankeschön, mein Freund, für die 200 €, wirklich, weiß ich sehr zu schätzen. Weiß ich sehr zu schätzen, du hast letztens schon so viel gespendet, das brauchst du nicht. Ihr unterstützt mich auch, Freunde, wenn ihr so umsonst einfach so den Stream guckt, Like da lässt, rein abonniert, aber klar, freut mich, dass wenn ihr hier so viel Geld reinkloppt. Freut mich, wenn ich euch so ein bisschen was wiedergeben kann. Adama Traoré, so ein einfacher Ball. Ja, das kann ich mich mit. Das, ich kann so nicht dribbeln mit den Knechten. Noch faul?
Wir testen was, Chat. Wir können nicht 4-4-2 mit Sissoko und Leon Goretzka da zocken. Die können beide nichts nach vorne, gefühlt. Habt ihr ja vorhin gesehen. Und nach hinten sind die auch nicht mehr so geil. Wir sind nutzlos, gefühlt. Und beim 4-4-2 sind die ZMs so krass wichtig. Wir spielen 4-2-3-1. Halbzeit losen wir das Giveaway auf. Aber wen spielen wir wo? Wir machen es so hier. Wir machen es so, Chat. Oh mein Gott, Rodrigo, Bruder! Und da? Es war auch so schön schon wieder gemacht. Und gleich kriegen wir einen Konter. Wobei, ich habe jetzt zurückfallen lassen gemacht. Müsste eigentlich jetzt nicht so krass ausgekommen. So viel zum Thema, ich werde nicht so krass ausgekontert. Mann, Alter, diese scheiß Dreckskonter sind viel zu stark. Ich wollte den extra umhauen, um keinen Konter zu kassieren. Manometer. Da haben wir ihn doch. Und da? Da haben wir ihn doch. Usman. Ich hätte nicht gedacht, dass er reingeht, ne? Lion McGregor mit 1 Euro. Wann kommt 24er Lachs großer? 24er Lachs wird 500.000 Abo-Special sein. Der nächste 24er. Also alleine mache ich das safe nicht. Und ich habe das schon zweimal gemacht, einen 24-Stunden-Stream. Und ihr könnt euch sicher sein, das ist ganz, ganz kranke Scheiße. Wirklich so. Also ich wurde zweimal komplett misshandelt in den Streams. Wir sind doch da. Florian Weber mit 1 Euro. Bin schon sehr lange Kanalmitglied. Bist echt der beste YouTuber und Streamer. Elevate ist mies gut geworden. Hoffe, du bleibst weiter so aktiv. Liebe Grüße. Florian, natürlich bleibst du weiter so aktiv. Habt ihr meinen Streamplan gesehen? Ich streame 6-mal in der Woche, Freunde. Also, aber das erst ab nächster Woche. Also, ab nächster Woche ist ja offiziell so. Wobei, morgen werden auch 2 Streams kommen. Einen auf Twitch, einen auf YouTube. Morgens Reward-Stream und abends dann Twitch-Stream. Vielleicht reagieren wir auch ein bisschen, mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Ein bisschen Abwechslung mal wieder reinbringen.
Ich streame. Wann streame ich denn immer? Dienstag streame ich. Donnerstag streame ich zweimal. Freitag, Samstag, Sonntag streame ich. So. Das sind die Streamtage. Also Mittwoch wird keiner kommen und Montag wird kein Stream kommen. Die beiden Tage. Der wird nicht reingehen. Ja, das ist kacke mit den Spielern leider. Der hat nur 70 Schießen und es war sein schwacher Fuß. Also hätte ich auch nicht drauf spekulieren sollen, dass er reingehen. Lorenz Köster. Freunde, wir... Ach ja, genau. Perfekt. Giveaway wird jetzt auch direkt ausgelost. So, der erste Gewinner hat seinen Instagram-Namen nicht reingeschrieben. Er schreibt okay, Herz und dann kein Insta-Namen. Perfekt. Also, Freunde, alle nochmal mitmachen. Hashtag Asso, YouTube-Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Die Mods werden euch kontaktieren. Ihr müsst, Freunde, das erste, was ihr reinschreibt, ist bitte euer Instagram-Name, damit euch der Nightbot wahrnimmt. So, nicht schreiben, oh ja, bla bla bla, sondern bitte jetzt direkt den Instagram-Namen reinschreiben. Gewonnen hat ein Supporter, The Banani. The Banani ist ein Sub bei mir, schon, Alter, seit dem 21. November 2019. Schon ganz lange dabei, Kollege Schnürschuh. Schreib bitte deinen Instagram-Namen in den Chat, dann kann ich hier auch direkt mal den Sub-Mode rein wieder kloppen. GG's, Freunde, ich mache immer sehr viele Giveaways. Das war jetzt von einem Zuschauer, der hier ganze Zeit gespendet hat, von Fall Guys Gaming. Der hat sich das gewünscht, also machen wir das auch. GG's, Freunde, weiter geht's hier. Danach, wie viele Spiele muss ich denn hier noch machen? Division Rivals, meine Fresse. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? So ein bisschen abgehoben hört sich das an. So, als wenn ihr die ganze Zeit so ein Lambo fährt. Und dann ist euer Lambo kaputt. Und ihr müsst dann so ein... Weiß ich nicht, so einen ganz alten Hyundai fahren. Und ihr seid eigentlich so andere Sachen. Da macht Autofahren keinen Spaß mehr. Wisst ihr, was ich meine? Das hört sich ein bisschen abgehoben an, aber ich glaube, ihr könnt das alles nachvollziehen. Zeig mal dein Dribbling, Rodrigo. Ja, da muss ich einfach raufkloppen mit denen. Aber ich will immer so eine hundertprozentige und dann kriegst du wieder einen Konter. Ach, Digga, er wird sweaten. No. Abseits, du Knecht. So, vielleicht geht ihr ändern Mods oder Eli oder unnötig. Was denn? WM, Teamspawn, Packs, Labern, Menü. Ja, wir haben doch eigentlich alles gemacht, oder? Das Einzige, was ich irgendwie nicht geschafft habe, waren Teambewertungen. Habe ich bei einem gemacht. Oder ihr seid mit einem Freund im Club und euer Freund kriegt von zwei Mädchen die hübschere ab und ihr müsst mit der anderen chillen. Ja, oder so, Digga. Das ist auch so, Alter. Jojo B mit einem Sub. Dankeschön für den Sub. Okay, wusste ich nicht, sorry. Was denn? Ronaldo hat 1,5 Millionen. Ist der ein Schnäppchen eigentlich, oder? Sehr ehrlich. Denkst du, der geht auf bis 2 Millionen? Ronaldo für 1,5 Millionen ist ein super Preis. Ronaldo für 1,5 Millionen, Chat, super Preis, sage ich euch ganz ehrlich. Könnt ihr nichts falsch machen. Der ist so gut. Und Florian, wieder mit einem Euro. Grüß mal bitte Emre Can. Emre Can, ich grüße dich. Ich habe Emre Can auf Mykonos getroffen. Ich sage jetzt nicht genau wo, aber wir haben auch ein Foto zusammen. Jojo B mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub. Aufstellung ändern. Ach ja, das lief besser gerade, ne? Im 4-2-3-1. Habt ihr gesehen. Wir können hier nicht mit dem Team 4-4-2 spielen. 4-4-2, Freunde, wenn ihr 4-4-2 spielen wollt, müsst ihr zwei richtig gute Achter haben. Das ist ganz wichtig. Wir spielen so jetzt. 4, 2, 3, 1. Da, 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 da. Anweisungen. Hinten bleiben, hinten bleiben. Hinten bleiben, hinten bleiben. Und da. Digga. Fall Guys Gaming schon wieder mit 28 Euro. Hört sich blöd an oder so, aber könntest du vielleicht mein Team...
Digga, eigentlich mache ich das nicht, ne? So für Geld Team bewerten. Weil manche wollen ja auch, dass ich ihre Teams bewerte, können es aber nicht machen, weil sie nicht so die finanziellen Mittel haben. Digga, aber für 228 Euro, die du hier gespendet hast, können wir das, denke ich, machen. Und der Chat wird es dann auch, denke ich, nachvollziehen. Schreib mir einfach mal dein PSN-Namen und dann können wir das machen. Also Chat, da werdet ihr, glaube ich, auch ein Verständnis für haben. Aber manchmal, es gibt sehr oft welche, die spenden dann so 2 Euro und sagen, dann kannst du mein Team bewerten. Das ist so, das hat gar nichts mit dem Betrag zu tun, sondern es ist dann einfach ein bisschen unfair. Aber wenn hier einer 228 Euro rausklopft, Freunde, das ist schon heftig. Lukas mit 3 Euro, mach RTG, die Fatih SPC. Ich sag Sidney, er soll das mal machen. Tom mit einem Euro, Dennis mit einem Follow und Robert Hertwig mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Und danke auch für 13.000 Zuschauer unter der Woche, obwohl wir ja nichts Besonderes machen. Bewerte es, ja, safe, gönn ihm. Ja, dann machen wir das gleich, mein Freund. Vollgeist Gaming, ich sehe noch hier nicht deinen Sub. Du musst, wenn du Sub bist, kannst du auch einfach reinschreiben. Du musst nicht immer so viel spenden. Was hat denn der hier für ein Team? Nicht so gut, ne? Wenn ich Wang Chin Lan sehe? Ach, mulululu. Bei diesen Scheiß anspielen, da musst du den direkt anwählen, damit du Zeit hast mit dem Scheiß laufen. Oh, bitte, Adama. Ja, ich dachte, der schießt daneben, ich schwör's euch. Ich dachte, der Ball wird den daneben schießen. Kasper Elias unterstrich 2, okay. Habe ich auf der Agenda, werden wir danach bewerten nach den Spielen. Volker und HD mit 5 Euro. Wollte mich nur bei dir für dein Taktikvideo bedanken. Hast mir sehr geholfen. Grüße aus Österreich. Kurs geht raus. Dankeschön für den 5er und freut mich, dass ich dir helfen konnte. Immer beste Unterhaltung deines Streams. Dankeschön, Justin. Dein Stream alleine ist schon besonders. Dankeschön. Wie viele Abos hast du in den letzten Tagen schon wieder gemacht, du Wuselkopf? Digga, das ging so krass ab, Siciliano. Es kam mir wirklich vor wie gestern, dass wir die 300.000 geknackt haben. Warte mal. Und wir haben jetzt schon 310.000. Ich glaube, wir haben sogar fast 311. Muss ich mal nachgucken, wie viel fehlen. Aber wir haben schon wieder... Das ist krass, Freunde, wie schnell das geht. Wirklich jetzt. Ziel war ja eine 500.000 zum Ende von FIFA 21. So, und da haben welche gelacht. Das habe ich nämlich gesagt, als ich 200.000 hatte. Und ich meinte, doch, doch. Das ist bei der Community hier. Das kann man hinbekommen. War halt ein sehr hohes Ziel, sage ich euch ehrlich, aber lieber hohe Ziele als so niedrige. Und es ist so krass, wie viel 10.000 Menschen sind, Freunde. Wisst ihr, wie viel? Das ist so viel. In sehr kurzen Zeit wieder dazu gekommen. Wir haben genau vor 20 Tagen habe ich den ersten FIFA 21 Stream gemacht. Wir hatten 282.000 Abonnenten. Ich weiß es ganz genau, wir hatten 282.000 Abonnenten am 1. Geht da rein? Am 1. hatten wir 282.000 Abonnenten. Das heißt, sagen wir mal, 3 Wochen später haben wir 28.000 Follows dazu bekommen. In 3 Wochen, das ist Hilfe. Aber 450.000, naja, wie? Wenn du so weitermachst, machst du safe dieses Jahr die 400.000? Ja, das wird schon sehr hart. Edi safe, lauter Brasilianer als neue Freunde. Ja, scheiße, ich muss leiser sein, Freunde. Ich muss leiser sein. Bruder, bin schon lange dabei. Seit 10.000 dank Benji. Kuss geht raus, Edi Geller Fan 97. Aber 450.000, naja. Wann morgen streamen? Morgen der Stream wird online gehen um 10 Uhr morgens. Von 10 bis 13.30 Uhr. Wir haben 13 mal Top 100 Rewards. Das ist der erste Reward-Stream morgen. Ich bin gespannt, wie der ankommen wird. Ich weiß, dass viele Schule haben, aber das war nie ein Hindernis. Viele haben den auch immer in der Schule geguckt, den Stream. Uns fehlen noch 38 Follows, Freunde. Zu 311.000 habe ich gerade gesehen. Also falls ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne ein Follow da lassen und nochmal ein Like. 15.000 Likes haben wir auch geknackt. Oh, jetzt kriege ich den Gegenteil, weil ich einen Check geguckt habe. Oh.
Um 4 Uhr bis morgen live, habe ich gesagt, mein Friend. Und check das in meiner Instagram-Story ab. Über Insta, Freunde, kommuniziere ich am meisten mit euch. Da poste ich auch immer, wenn ich online gehe und so. Um 10 Uhr morgens gehe ich live. Hab genau da Vorlesung, aber nicht 3 Stunden, oder? Vorteil von hohen Zielen ist, dass man härter dafür arbeiten muss und sich keinen Quatsch vorspielen muss. Plus eins, Janis, ich mache mir immer sehr hohe Ziele, sage ich ehrlich, ich übertreibe immer sehr gerne, weil dann hast du das so im Kopf und habt doch immer so Ziele im Kopf, Freunde. Habt eure Ziele immer so im Kopf. Ey, brauche eure Hilfe, linke Seite mit der Mitte. Ich mache noch ein Spiel, mein Freund, und dann reagiere ich, dann bewerte ich nochmal das Team hier. Von Kasper Elias unterstrich 2. So, noch ein Game. Du hast noch ein Wochengame übrig. Cool. Egal, Eli wird auf stumm geguckt und Dozent läuft im Hintergrund. Ehre. Ja, das haben sogar die meisten gemacht. Die meisten haben sich immer halt nur die Packs angeguckt, weil die wollten halt sehen, was die Top 100 Spieler ziehen. Wir haben morgen 13 Mal Top 200 Rewards, Freunde. 13 Mal. Und daraus wird dann auch ein Video für Freitag gemacht, für die, die es verpassen. Werden nochmal alle Rewards zusammengeschnitten und dann als Video für Freitag kommen. Das wird immer passieren. Gegen Ronaldo wird jetzt eklig. Gegen Ronaldo wird es jetzt sehr eklig. Wie komisch das klingt, Top 200, ich schwöre. Top 200, das ist so komisch, das zu sagen. Mir egal, was denn? Was ist dir egal? Vorlosen sind eh Großteil lame, da geht's bei dir mehr ab. Plus eins, ich will ordentliches Gameplay sehen. Ach, jetzt meinst du mit CR7? Ich will, dass ich werde hier Maximilian Storm, würde ich auch ganz gerne mal zocken. So ein Mann. Komm her, würdest du neben John, würde ich hier, das wärst du. Dann würde hier nicht Leon Goretzka sein, sondern hier so ein kleiner Storm wird da rumwuseln. Würde ich dir zutrauen. Würde dir Vertrauen schenken, mein Freund. Alter, was habe ich verpasst, dass Teams bewertet werden? Ich bin einfach ein bodenständiger Streamer, was willst du von mir, Siran? Ich versuche meiner Community zu helfen, aber wir hatten irgendwie bis jetzt noch nicht die Zeit für, sage ich euch ganz ehrlich. Wir haben irgendwie so viel gelabert vorhin und dann haben wir jetzt angefangen, hier RTG-Account zu zocken. Boah. Immer diese verkackten Konter. Und Jordan, my friend, ich muss da hin. Ich muss da. Ah, Gegentor, keinen Sinn. Oh! Lol. Habt ihr das gesehen? Man kann es ja, ich konnte nichts machen. Ach, Sissoko, Bruder. Was war das? Das war so gut eigentlich. So ein guter Laufweg, so eine gute Idee. Und Sissoko kann aber leider nicht passen. Aber guck mal hier. Abseits, sagst du? Okay. Oh. Wohnständig nach 150 Euro Spende ist okay, Sira. Nein, Daniel Meyer, ich sag dir ehrlich, ich wollte Teams bewerten, aber du hast gesehen, irgendwie haben wir das verpasst. Hast du aber mit deinen eigenen Augen gesehen. Eli, habt das die Nachbarn kein Verständnis? Ich meine, die müssen doch ein bisschen empathisch entgegenkommen, oder nicht? Sie dann, Esa, das Problem ist, dass die hören nicht nur die Ausraster, sondern die haben ein Kind, was irgendwie schlafen muss und ich hindere die am Schlafen, weil die hören jetzt auch wahrscheinlich, also nicht so laut wie, oh, warte mal, vielleicht haben sie den auch gehört, oder den, vielleicht haben sie das ja gehört. Es geht darum, dass sie das hören, was ich halt so, wenn ich normal mit euch rede, weil ich rede ziemlich laut, das machen Streamer immer und das hören die halt. Und die können nicht schlafen und keine Ahnung. Die wissen was, die wissen auch, dass ich Streamer bin und alles. Aber
Ja, wir müssen Jordan irgendwie austauschen. Die verstehen das halt nicht, weil die schlafen wollen. Nick mit einem Euro. Deine Nachbarn sind Knechte. Ja, die checken das aber leider nicht. Ich würde mich umbringen. Ich sage euch so, wie es ist. Jeden verkackten Abend streame ich halt. Und die checken das nicht. Die checken das nicht, Freunde. Die können halt nicht pennen. Das ist das große Problem an der ganzen Sache. Oh, wunderschön. Wunderschön, Usman. Hol den Ball, wir wollen mehr. Das ist halt dein Job, ja. Ich hole mir Brian Bolliger mit einem Asso-Sub. Das ist ein 10-Euro-Sub. Kuss geht raus, Brian. Wir haben schon wieder so viele Subs heute dazu bekommen, Freunde. So viele Follows, so viele Subs. Und wir haben 311.000 Abonnenten geknackt, sehe ich gerade. Vielen Dank, my friends. Wieder 1.000 neue Follows in dem Stream. Nächste Woche kommen ja auch wieder die Twitch-Streams. Also morgen wird ein Twitch-Stream kommen. Samstag und... Oder sind die Samstag? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sind meine... Ich habe auf meiner Insta-Story irgendwo, habe ich das mal gesagt. Ich hoffe, ihr habt es euch gescreenshottet, ihr Knechte. Und da... Also. Boah. Oh. Elber. Abseits. Kein Abseits, lol. Junge, ich bin da. Ich bin wuselig. Ich bin so ein Wadenbeißer gerade. Wir bleiben dran. Guck jetzt, Konter. Gegentor. Nur weil ich Teampressing gemacht habe. Ich muss rauf. Faulen irgendwie. Jordan. Eigentlich war ich da. Nein. Oh, ich komme die ganze Zeit darüber. Yannick Iweka mit 2 Euro. Eli, 5 Minuten zum Kochen. Wie lange brauchen 2? Auch 5 Minuten, du Knecht. Dankeschön für 2 Euro. Also die Abwehr ist schon echt krass anfällig. Die Abwehr ist schon echt krass anfällig, Digga. Da ist es so einfach durchzukommen. Ich versuche da um mein Leben, ich spiele ja tausendmal besser. Ich versuche die ganze Zeit mich durchzukombinieren und der Knecht steht da einfach hinten drin und ich komme da in die Zweikämpfe leider nicht rein. Sehr dünn bisher. Spielen wir um 500 Euro? Stormy? 500 Euro? So ein Knecht. Wann sehe ich dich eigentlich mal wieder auf dem Pitch, mein Freund? Und wann sehe ich dich bei Bruno? Wann sehe ich dich bei Bruno? Gegen was nervös? Ich spiele Leon Goretzka in der Weekend League nicht. Ich finde den so kacke, ne? Der kann nicht passen, der kann nicht schießen, der kann die Bälle nicht abnehmen. Ich schwöre, und dann kriegst du die ganze Zeit so einen verwichsten Wix-Konter. Lauf, Adama. Hab ich cool hier optisch. Oh! Hab ich cool hier auf der Stirn stehen. Hallo, ich bin der Bruno in einem. Ja, ja.
Ich wäre so genervt, wenn ich den Einkauf als Nachbar hätte. Ja, Chat, ich würde mich ja selber hassen als Nachbar. Aber die verstehen halt leider irgendwie es nicht. Dass es leider mein Job ist und dass ich nichts machen kann. Freunde, ich bin ja auch am Überlegen auszuziehen. Was soll ich euch erzählen? Aber das wollte ich ja eh machen. Aber bei mir waren so die Fragen, erstens Haus oder Wohnung. Zweitens Deutschland oder nicht in Deutschland. Drittens, kaufst du das oder mietest du dir das? Das waren so Sachen, die ich mir alle noch, das, was ich mir alles noch überlegen muss. Das kommt so ein bisschen auf die Zukunft drauf an, wie sich das alles entwickelt. Deswegen kann ich es euch einfach noch nicht beantworten. So, das ist so der wahre Grund. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland leben werde in den nächsten Jahren. Kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es eine Wohnung wird, ob es ein Haus wird. Ich würde mir gerne ein Haus holen. Und dann wann, wo? Oder ob ich generell mal, ich wollte ja in Immobilien investieren. Ob ich das, was ich mache, ob ich mir eine kaufe und das dann vermiete oder ob ich eine kaufe und das dann selber drin wohne halt. Nachher halt da, ne? Oh mein Gott. Oh, das fuckt so ab. Wir brauchen ganz dringend Rashford. Die sind halt leider zu abschlussschwach, Dembele. Das wusste ich schon vorher, aber. Mann, ich stehe da perfekt drin. Er kriegt einen Panner. Das kann ich nicht mal kontrollieren. Ich wechsle Usman aus, Digga. Der geht mir auf die Klöten. Oh mein Gott. So unverdient, so unverdient. Ich will morgen roten Werner sehen. Ja, ich würde morgen gerne roten Marcus Rashford sehen. Henry mit 2 Euro. Dankeschön. Ich habe sogar zurückfallen lassen, ich werde trotzdem die ganze Zeit ausgekottert. Mit seinem scheiß Ronaldo, Digga. Du spielst hier gegen 100-Grad-Team. So. So. Ja, das lassen wir mal. CR4. Hat er die 4? Guck mal hier. 65% Ballbesitz und dann. Der stellt sich ja hinten rein und dann Konter. Wir brauchen ganz, ganz dringend eine gute Abwehr. Das ist das Wichtigste in FIFA 21. Eine gute Abwehr zu haben. Weil du musst ja halt diese Konter versuchen. Irgendwie. Dann mit guten Spielern zu blocken. Das kriegst du nicht hin. Gute Sechser, gute. Das ist erstmal irgendwie vorne, machst du irgendwie deine 1-2 Tore. Das ist ja hier Division 1, Freunde, da kann jeder ein bisschen FIFA spielen. Aber in der Weekend League gibt es da noch ein paar, die es halt nicht so können. Und gegen diese Guten musst du einfach eine gute Abwehrleistung bringen. Jetzt wieder Konter. Aber ich weiß, ich werde ausgekontert, weil ich so viel auf Ballbesitz gehe. Oder einfach kontrolliert spiele. Und deswegen sind da hinten so eine krassen Löcher. Und weil ich halt auch manchmal Teampressing mache. Seit wir mit 2 Euro muss operiert werden am Finger, der Knochen ist krumm.
Gute Besserung, mein Freund. Dankeschön für die 2 Euro. Der hat wirklich CR7 mit der 4, Digga. 5 Euro von Juna. Hey, gucke gerne deine Streams. G steht für gönnen. Dankeschön für den 5er, mein Freund. Nach dem Spiel werden wir noch ein, zwei Teams bewerten, Freunde. Oder von dem, der vorhin die ganze Zeit gespendet hat. Und dann gehen wir auch offline. Und da. Oh, lauf doch. Hä? Junge, was macht der Ballerin da? Ich mach Druckpass für. Ach, und wenn der reingeht, dann krieg ich aber. Habt ihr das gerade gesehen? Oh mein Gott. Gute Abwehr ist das A und O. Gute Abwehr ist das A und O. Den verschießen wir. Wahrscheinlich trittst du den Hector. Ah ja. Bellerin Fußballgott. Digga, so eine scheiß Bugs. Aber bei mir gibt es eigentlich kein X. Ich muss hier entweder gehen wir aufs Ganze, oder wir können Gleiches sein lassen. Nein, oh Rodrigo, du hast so einen Mülldribbling. So einen Mülldribbling hast du. Ich will ihn umnieten. Er will Ronaldo anspielen. Er will ihn nochmal anspielen. Oh mein Gott, ey. Der war viermal vor mein Tor. Wenn du das gewinnst, stoße ich morgen meine roten Spiele ab. Na, schade. Hab ich jetzt zu spät gesehen. Ich hätte ihn umnieten müssen, aber ich bin nicht mal rangekommen, um ihn umzugrätschen. Costa wäre auch eine Option, Digga. Der sieht so krass aus bei ihm. Ey, Bellerin ist ja der schlechteste von allen. Das war clever. Das wollte ich auch machen. Weil es gibt keine roten Karten in. Oh. Es gibt keine roten Karten in dem Game. Na gut, ab nächste Woche haben wir hoffentlich ein besseres Team, ey. Sam mit einem Euro. Edim muss sich einfach jeder Abonnent einen zweiten Account anmelden und abonnieren, dann hast du 500k schnell. Die Eli Geller Army packt das safe. Ja, aber das bringt nichts, weil dann sind es ja so inaktive Follower, weißt du, was ich meine? Und das ist ja bei mir gerade das Gute, dass meine Follower, es sind ja an sich nur 300.000, also sind das ist schon, an sich ist es schon echt viel mittlerweile, aber dass so viele immer zugucken und so, das ist nicht selbstverständlich, Freunde. Wir haben Zahlen von einem YouTuber, der so 800-900k hat. Fusco Army mit einem Follow. Dankeschön für den Follow. So, warte, jetzt muss ich den Account wechseln. Ne? Jetzt habe ich endlich diese verkackte Drecks Division 1 Rang 1 Belohnungen. So, das kriegen wir morgen und ich nehme safe die Münzen.
Wir nehmen safe die Münzen. Ich nehme nicht das hier. Da kann nämlich, wir können da richtig gebumst werden. Obwohl, ein bisschen Risiko? Seit einem Megapack? Nee, nee, nee. Wir nehmen die Münzen. 75.000 in meinen Augen. Obwohl, holen wir da vielleicht noch mehr raus? Ich weiß nicht. Muss man sich mal überlegen. Ich weiß es nicht. Friede, wir brauchen, ich sag dir ehrlich, wir brauchen eine viel bessere Abwehr. Man merkt es gegen gute Spieler, das ist übertrieben schlimm. Wir müssen uns erstmal auf die Abwehr konzentrieren, würde ich sagen. Sowas wie, keine Ahnung, wie teuer ist denn Gomez? Eder Militao, Varane, sowas. Okay, Varane ist viel zu teuer, nicht? Eder Militao, Mondi, vielleicht? Ich will aber eine richtig geile Abwehr haben, Mann. Hier, Eder Militao kostet 15.000. Leon Goretzka, ich will raus aus der Bundesliga. Ich will eigentlich nicht mit der Bundesliga was machen, um ehrlich zu sein. Usman würde ich gerne wegkloppen. Er kann halt gar nicht schießen, 0%. 70 Schuss. Abschluss 67. Varane teurer als das ganze Team. Ja, Varane war falsch gesagt. Wir müssen uns da nochmal ransetzen, aber ich weiß nicht. Rodrigo ging sogar klar in meinen Augen. Sag ich dir ganz ehrlich, der hat bei mir ein paar Buden gemacht. Aber es ist halt kacke auch mit 3 Sterne Weakfoot. Vorne ist unser Team, ich sag dir ehrlich, das Team ist vorne und hinten nicht so cool. Wir kriegen safe was viel Besseres mit den Coins hin. 27.000, 38.000 San Maximilian ohne Sinn. Ach so. Sissoko 31.000, 48.000, Junge. Wir müssen uns da was überlegen. Schlag doch mal was vor. Ja, das ist nicht so einfach. Deski, danke schon für deinen Sub. Ich weiß nicht, wie viele Coins wir haben. Wie viele Coins haben wir denn? Nehmen wir morgen die Coins oder die Packs? Was ist denn überhaupt unser Ziel? Gold 1? Wie sieht es denn aus mit Serie A? Die sind doch safe nicht so teuer, so ein Gomez und sowas. Und in der Abwehr dann Manolas? Weiß ich nicht. Wir haben halt wirklich, wir haben gar kein Meta-Team. Die anderen haben halt... Wir können uns nicht mehr Rashford holen. Hier, der Mann bringt uns viel mehr als ein San Maximinin. Junge, sowas bringt uns 1000-mal mehr. Italienische Liga ist übertrieben günstig. Manolas, guck mal, ich glaube, der kostet nicht mal 10.000. Kostas kostet 3.000. Wir brauchen eine krasse Abwehr. Wie gibt es denn noch so? Koulibaly? Ja, Kostas und Koulibaly zum Beispiel. Boah, der ist sogar teuer. Ich finde es zu teuer. Militao, Marquinhos, Mertens, Naingo, Costa, ja. Costa ist guter Mann. Obwohl, gibt's den noch? Na, perfekt, Diego Costa. Mertens, genau, die sind halt noch... Sind halt OP, ne? Und die sind nicht so teuer. Mertens... Die können halt Tore schießen, Digga. Die können vom Tor mal einen reinkloppen. Mit Dembélé... Das ist voll kacke. Ich war voll oft mit dem vorm Tor. Der macht ihn nicht rein. Die haben halt beide keine Ausdauer, ne? Mertens und Gomez sehe ich gerade. Brauche Skiller. Es
San Maximilian ist viel zu teuer. Er hat 70 Schießen. Du kannst mit ihm nur rumtricksen. Du kannst nichts mit ihm machen. Er kann nicht mal passen. Das ist so ein geiler Sub und so, aber er kann nicht schießen. Er hat 67 Abschluss. Zaha ist gut, ja. Zaha würde ich auch fühlen. Aber es ist ja Premier League und ich glaube, das ist ein bisschen teurer. Geht so. 1000 Mal besser, Warum spielen wir nicht ihn? Ihn kann man wenigstens auch mal im Sturm zocken. Einigermaßen. Wobei. Hakimi, Zaha, ohne Sinn. Ja, man muss sich da auf jeden Fall ransetzen. Ich würde auf jeden Fall, Digga, ich will eigentlich, wir brauchen Rashford. Wir brauchen einen Spieler, der mal was reißen kann da vorne. Achso. Wir brauchen einen, der irgendwas da vorne reißt. Ich habe keinen Spieler vorne, Friede, der dann beim scheiß Ball reinkloppt. Rashford macht die Dinger. Das ist unser 87 Ausdauer. Er kann sogar durchspielen. Ist halt teuer, ne? Aber Abwehrspieler gibt es so viele, die gut sind. Und das, wir müssen uns halt mal ein bisschen so langsam daran orientieren. Ich will irgendwann safe Gomez haben. Ich möchte nächste WL Gomez haben. Er ist so gut, Hilfe. Rashford zu gut, ja. Douglas Costa, super Sub, super Typ. Eder Militao, Eli Hazard, na. Martial, Insigne ist auch OP, ja, Insigne. Aber dann heult Sidney rum, weil das keine 5-Sterne-Skiller sind. Aber mit dem Team ist es nicht cool, macht nicht mal Spaß. Man hat voll Probleme, Tore zu machen. Die anderen haben halt alle Spieler, die mal ein Tor reinkloppen. Insigne ja auch nur 70 Ausdauer. Hilfe, wieso, die können alle nicht mal anderen durchspielen. Klostermann, Upamecano. Portugies-Shots mit einem Sub und Creasy habe ich vorgelesen. Dankeschön für den Sub. So, wir bewerten jetzt noch das Team von dem einen. Dann schick mal Kaspar Elias. When you hear me, show me your team. Der Kollege, der vorhin hier 1 Milliarde Euro gespendet hat. Wenn ich die Nachricht. Schwolo. Ja, Schwolo ist auch eine Option. Junge, das ist immer so laut. Meine PlayStation wird immer so laut, wenn ich ins PlayStation-Menü gehe. Hört ihr das, wie viel lauter das geworden ist? Vielleicht ist der Mann schon eingeschlafen. Militao und Carlos IV. Carlos ist aber auch, glaube ich, teuer. Wir werden ja morgen sehen, wie viele Coins wir haben. Auf jeden Fall ist das Team kacke, mit dem wir gerade spielen. Da kann man safe was Besseres bauen. Wir sind vorne und hinten einfach kacke. Sydney hat da ein paar 5-Sterne-Skiller reingekloppt, die was wert sind. Und das war's. Aber wir haben voll unbalanciert. San Maximilian für 40.000 bei so einem Team. Einfach Flughafen. Nachbarn rufen schon die Polizei wegen deiner PlayStation. Der Mann ist nicht da. Also wenn du willst, dass ich dein Team bewerte, dann musst du es mir jetzt schicken, my friend. Wir sind länger online geblieben als gedacht, ey. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass das Team nicht gut ist. Dass es ist vorne und es ist hinten. Vorne und hinten, Freunde, stimmt's nicht. Vorne und hinten stimmt's nicht. Sissoko viel zu teuer. Er ist nicht so gut dieses Jahr. Mit seinen 58 Ballons und 64 Beweglichkeit. Digga, für 31.000.
Der kostet 31.000. Alan. Ist aber, ich glaube, viel zu teuer. Weil ich glaube, 60.000 oder so. Für Digga, guck mal. Der kostet. Wie teuer soll der sein? 50.000? Alan kostet 50.000 und der Knecht kostet 30.000. Junge, und das ist nochmal ein spielerisch ein ganz anderes Level. Spielerisch nochmal ein ganz anderes Level. Habt ihr Bild geschickt? Aber ich sehe deine PSN-ID nicht. Ah, doch hier. Und Verbesserung. So. Erstens würde ich mal deine Farbe umändern bei deinem PC oder bei deinem Monitor. Das tut ja weh in den Augen. Hernandez, wieso spielen wir nicht Hernandez und Davis zum Beispiel? Beim RTG-Ding. Also, Hernandez, Davis, wie viele Coins hast du denn noch? Du, ihr müsst mir mal sagen, wie viele Coins ihr noch habt. Ich weiß ja nicht, was ihr da habt. Aber das Team sieht gut aus, bis ich finde Felix nicht geil. Der ist auch noch off-cam. Trezeguet ist extrem lost. Würde ich niemals spielen. Ich weiß, das machst du wahrscheinlich, um Ben Yedda Fui zu bekommen, aber ich würde safe nicht Trezeguet spielen. Ich würde safe nicht Felix spielen. Van Dijk ist off-cam. Also ich würde Trezeguet rauskloppen auf jeden Fall. Dann würde ich mir warte mal, lass mal überlegen. Ein Teil ist ein Trezeguet. Felix ist lost, ja. Wieso Trezeguet raus? Digga, weil der so. Erstens, ich glaube nicht, dass er untauschbar ist. Wenn er untauschbar ist, dann kannst du ihn drin halten, aber wenn du den verkaufen kannst, verkauf den hundertprozentig. Du kannst dir viel. Guck mal, wie laut meine PlayStation ist, wenn ich im Dings bin. Aber nur wenn ich so im PSN-Dings, das ist ja der Wahnsinn. Ja, die Baller wäre zum Beispiel eine Option. Oder du machst, ja doch, die Baller wäre eine Option. Für Felix. Dann hast du die Baller auf Fullcam. Trezeguet raus. Und ich würde dann wahrscheinlich... Wenn du die Coins hast, kannst du versuchen, Van Dijk irgendwie auf Full Camp zu bekommen mit Alisson, aber dann ist Hernandez nicht mehr auf Full. Vielleicht eine andere Formation. Ben Yedda, Trezeguet wechseln. Ich würde beide raus. Felix raus, Trezeguet raus. Ben Yedda würde ich sogar auch rauskloppen. Die Baller rein für Felix, dann würde ich Trezeguet rauskloppen, dann hast du da Coins. Ich würde nicht mal annähernd auf Ben Yedda gehen, französische Liga ohne Sinn. Versuch da irgendwas mit Rashford zu machen. Andere, vielleicht auch eine andere Formation, um mit LFs und RFs zu arbeiten. Zum Beispiel dann um Ronaldo mit Costa oder so zu linken. Sowas kann man machen. Trezeguet mit Kanté tauschen und dann Alisson für Reus, für Neue, ja. Das ist der Call. Trezeguet mit Kanté tauschen und dann Alisson für ein Yes. Wan-Bissaka und Dybala, dann passt. Ja. Der Mann ist in Rashford verliebt. Rashford ist so OP dieses Jahr, Chat. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Er hat 5 Sterne Skills, er hat 90 Schusskraft. Er hat 87 Ausdauer. Er ist groß und er ist voll beweglich und so. Das ist eine richtig kranke Karte, Rashford. Ja, mein Freund. Ich hoffe, ich konnte dir helfen damit. Süle dann... Ey, wie laut das ist. Hilfe. Okay, Freunde. Das war's vom heutigen Stream. Wir sind in 9 Stunden wieder online. Zum ersten Reward-Stream. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr supportet da alle. Dieser Stream war ja wieder komplett gestört. 20.000 Zuschauer unter der Woche. War mal wieder ein richtig geiler Stream, Freunde. Was soll ich erzählen? Könnt ihr nochmal auf Instagram vorbeischnuppern. Morgen wird es den Reward-Stream geben. Mit viel Labern. Freitag gibt es dann einen Weekend-League-Stream. Samstag Weekend-League und... Ja, ich halte euch einfach bei Insta nochmal auf dem Laufenden. Checkt ihr nochmal in Insta ab, Freunde. Ich kann da nochmal ein paar Follows vorlesen, die reinkommen. Portugies Shots, Yannick Zander, Max Zenker, Ahmed,
Christopher Paungin, Ask Akram, Justin, Casey Matze, Fabi Lang, Jutimu, perfekt. €4 anonym 4465, perfekt. Moritz, Justin, Luca, Gabriel, Z, Sonia, Till, Manung, Yannick, Zander, Max, Zenker. Ah, hab ich schon gesehen. Danke für die Follow, Freunde. Vielen lieben Dank. Kuss geht raus. Eli Geller. Ach, hier kamen nochmal zwei Spenden. Joris mit 5€. Feier dich abnormal. Kuss geht raus. Dankeschön für den 5er, my friend. Vielen lieben Dank für den Support. Und folge es gerne nochmal mit 5€. Kannst du noch gucken, was ich geschrieben habe? Achso, mit deinen Coins. Ah, fuck. Wenn ich was verkaufe, 200k, Hernandez ist Maschine, Van Dijk ist Untrade. Kannst du eine Formation empfehlen? 442. 442 und 4231 sind die besten Formationen. Verkauf Trezeguet, mein Freund. 200k, da hast du noch ein bisschen was zu machen. Hol dir die Baller für Felix und versuch auch Ben Yedder rauszukloppen und geh da auf ein komplett anderes Dreieck. Würde ich so machen. Guck dir mein Video an mit den besten Formationen und Taktiken. Vielleicht kannst du dir da nochmal was abgucken, mein Freund. Gruß geht raus nochmal für den Support. Nochmal danke für den 5er. Das war's jetzt von mir, Freunde. Kuss geht raus. Wir sehen uns morgen in 9 Stunden.